Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Gaming. Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu Guild News Podcast Nummer 268. Diesmal lassen wir unseren lieben Sky nicht alleine, denn wir sind in Illustra Dreierrunde unterwegs. Und die eine Person habe ich quasi schon gespoilert. Die andere Person sitzt neben mir, mit mir auf Augenhöhe. Hallöchen, Kati. Hallo und einen wundervollen guten Abend. Ja, Sky sitzt unter uns. Sky, wie geht es dir? Auf dem Wege der Besserung. Auf dem Wege der Besserung, sehr schön. Ja, der arme... Was? Wer von euch hat denn auch schon die weiße Zähne rausgekriegt und weiß um das Leiden? Ich habe sie rausbekommen, aber weiß nicht um das Leiden. Zählt das auch? Ich verstehe die Frage nicht, bin dümmer geworden. Ich habe sie noch alle vier drin. Der E-Bot hat übrigens gerade richtig gesehen, dass er diesen schönen VIP-Rang bekommen hat. Das scheint irgendwas Neues in Twitch zu sein. Zumindest wurde ich gerade darüber informiert, dass es das gibt. Und du bist jetzt unser Versuchskaninchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du kannst uns mal sagen, was du davon hast oder auch nicht hast. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher. Also, Wuffel ist jetzt pink. Das Wichtigste ist, glaube ich, dieses wunderschöne pinke Symbol, ja. Das ist auch extrem sexy. Also total sexy. Das möchte, glaube ich, jeder neben seinem Namen haben. Irgendwas hätte ich auch noch gern, ehrlich gesagt, weil dann hätte ich sogar noch mehr. Keinen Platz mehr. Ja, möchtest warum ist mein Geschenk? Ja, warte, hier, komm her, warte, dann... Nee, schenk das den Leuten, ich bin doch schon hier lebenslang, es war doch Verschwendung. Bist, aber das kann ich dir jederzeit wieder wegnehmen und einem anderen geben. Also, ach so, ja gut, dann. Aber dich gibt's nicht, sagt Twitch. Dann ist okay. Wenn ich deinen Namen kopiere und einfüge, sagt er, du existierst nicht. Du bist kein Benutzer. Also, dich gibt's wirklich nicht. Ja gut, ich habe einen eigenen Channel. Aber es kann sein, dass Moderatoren nicht gleichzeitig was anderes sein können. Weil du hast nämlich einen Plus-Button hier und der ist ausgegraut bei dir. Ja, okay, na gut, der passt doch. Ha. Siehst du, da wollte ich dem Sky was geben. Und er erlaubt es mir nicht. Ich hab lebenslang Guild News Garantie hier. Jawohl, das hast du. Kannst du das wegnehmen eigentlich? Nö, nicht mehr. Also... Ich weiß nicht, da müssen wir. Das heißt, wir beide Beef haben und uns abseilen und uns hassen und dann richtig einen Bitchschirm machen mit unseren Communities und so weiter und gegenseitig dann diffamieren eher auf Twitter, dann kann ich trotzdem die Emotes benutzen, die ich gemacht habe. Das ist schön. Ja, das ist der Sinn hinter lebenslang, glaube ich. Ich bin schon längst tot, so in 30 Jahren irgendwie. Ich kann immer noch meine Emotes benutzen. Das wäre eigentlich eine spannende Frage, ob man den Twitch-Support mit dem Wort, der Typ ist halt jetzt leider gestorben, davon überzeugen kann, den lebenslangen Sub zu lösen. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, auch Twitch hat sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Das wird irgendwann... Twitch wird eh nicht lebenslang sein. Oh, Josef schreibt gerade, man darf links posten. Oh, oh. Was? Man darf links posten? Okay. Mit dem Diamanten. Nein, poste mal. Poste bitte mal einen Link, du. Mach das mal. Ich will mal meinen Timeout ausprobieren hier. Mach mal. Wie Sky sofort Rechte abusen möchte. Wahnsinn. Ja, während wir noch so ein bisschen mit dem VIP-Funktionen herumspielen, gebe ich euch schon mal einen kleinen Überblick darüber, was euch heute im Podcast erwartet. Zum einen gibt es erstmal einen Haufen interne Dinge, die wir mit euch besprechen möchten. Challenge Day, Eventkalender und, und. Dann kam Dienstag ein Patch ins Spiel, der einige Änderungen an Runen und Sigillen brachte, über die wir sprechen werden, vor allem über die Änderungen, die Game-Breaking sind. Und natürlich sprechen wir auch ein bisschen über die PvP-Änderungen, die 2-gegen-2 Arena und die bald startende 2-gegen-2 Turnierwoche. Im Anschluss geht es dann noch um den Item Shop Watch und um das, was sie mit der Schwarzsilbentruhe gemacht haben, um ganz zum Schluss dann einmal auf den Quartalsbericht zu blicken und darüber zu diskutieren, warum zur Hölle alle Leute nur noch Mobile Games machen. Also zumindest möchte NCSoft zukünftig auch nur noch Mobile Games machen. Die Diskussion hatte ich sogar heute im Institut. Echt? Ja. Dann bin ich ja gleich mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir diskutieren dann quasi mit deinem Institut. Genau. Ja, bevor wir das machen,
Dankeschön an Matze für den Resub. Ich glaube, dieser komische. Ah, nee, der Inima ist ja auch Moderator bei uns, ne? Das heißt, dir kann ich auch nicht so ein cooles Symbol geben. Das ist richtig. Oh. Links gehen nicht. Okay, sehr gut. Ich bin beruhigt. Dann ist es zumindest nicht komplett Twitch-breaking. Gut, interne News. Zuallererst mal würde ich sagen, wir starten mit unserem Aufruf zur Verstärkung, Kathi. Genau, den du geschrieben hast. Ich habe eine News geschrieben, denn wir suchen Verstärkung. Und zwar im Prinzip 4 bis sogar 5 Persönchen, die uns unter die Arme greifen wollen, so rum, nicht an die Hand nehmen wollen, an die Hand nehmen wir euch. Denn wir suchen eine Person, die den WVW-Bereich bei uns als Autor abdeckt für Guides, News. Wir wollen uns ein bisschen darauf vorbereiten, weil ja irgendwann diese Umstrukturierung kommen soll. Genaueres wissen wir auch nicht, also da braucht ihr gar nicht nachfragen. Wir wollen nur schon mal vorbereitet sein, alten Content aufbereiten, den wir bei uns auf der Seite haben. Und gleiches gilt natürlich auch für den PvP-Bereich. Es gibt immer noch keine Guides auf unserer Seite zu den einzelnen Maps, die jetzt da sind, mit den 2 neuen, die auch da sind. Ich weiß gar nicht, gibt es da neue Erfolge? Aber da werden wir gleich drüber sprechen, beantworte die Frage später. Dafür brauchen wir noch jemanden händeringend, der dann auch die News schreibt, auch Lust hat, neue Builds zu kommentieren, die er so im Internet findet, wenn eine Meta umgestellt wurde, also ein Balance-Patch kam. Und dann suche ich auch noch für mein Event-Team mit dem Matze zusammen 2 bis 3 Leutchen. Erstmal sind es nur 2, wenn aber 3 ganz tolle Pfunds-Leute dabei sind, würden wir auch 3 nehmen, die uns unterstützen, weil die Anforderungen doch einfach ziemlich groß werden und wir dem gar nicht mehr so gerecht werden können mit Wechselschicht, Selbstständigkeitsstudium, bla, Mimi. Und genau, deswegen gibt es eine Ausschreibung aktuell und wir würden uns wirklich sehr darüber freuen, ein paar Bewerbungen von euch zu bekommen. Ihr bestimmt natürlich auch selber, in welchem Rahmen, in welchem Umfang ihr uns helfen könnt. Da lässt sich dann nachher dann auch im Vorstellungsgespräch in Anführungsstrichen alles Weitere klären. Wäre erstmal schön, wenn da halt noch ein paar Interessenten sich melden würden. Und das ist das quasi zu den Ausschreibungen, was ich bislang von mir geben möchte. Ja, dem kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, außer dass ihr daran denken solltet, wenn ihr euch bewerbt, auch tatsächlich eine kleine Arbeitsprobe mit anzuhängen. Da hapert es aber manchmal noch bei den Bewerbern bisher. Bei 100%. Also, obwohl es mit dabei steht, wäre es ganz schön, wenn ihr daran auch tatsächlich denkt und darauf achtet. Aber wir geben ja allen eine zweite Chance, ne? Also wenn ihr es vergessen habt, dann kriegt ihr eine freundliche Mail von mir. Aber keine dritte. Das stimmt. Ja, apropos dritte Chancen. 3 Chancen habt ihr theoretisch auch in unserem Challenge Day Stomp 'em All. Boah, ist das eine geile Überleitung. Eigentlich sollte ich mich dafür gar nicht so feiern. Das ist unser wunderschönes 1-gegen-1 PvP-Turnier mit ganz besonderen Regeln, das am Samstag stattfinden wird, ab 21 Uhr live hier auf twitch.tv/gildnews. Dazu auch nochmal die News. Hier werden die anderen vielleicht auch hier posten können. Ich habe es gerade schon geschlossen, Mist. Die News, weil ihr euch ja bewerben sollt. Und überall, wo ihr euch bewerben sollt, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ihr die News direkt griffbereit habt. Auch hier suchen wir noch fleißige Mitspieler. Die Idee ist relativ simpel. Ihr tretet in einem 1-gegen-1 Turnier gegeneinander an. Aber es wäre ja langweilig, 3-mal mit der exakt gleichen Klasse zu spielen. Und dem Namen könnt ihr schon so ein bisschen entnehmen, dass das Ganze ja so ein bisschen diesem Pokémon-System folgt. Das heißt, wenn ein Pokémon stirbt, wird das nächste eingesetzt. In diesem Fall, wenn ihr mit einer Klasse sterbt, wird halt die nächste in den Kampf geschickt. Das heißt, es gewinnt nicht unbedingt der, der stark auf einer Klasse ist, sondern derjenige, der stark auf mehreren Klassen ist. Oder so gut, dass er alleine mit einer mehrere schlagen kann. Je nachdem. Wir haben in den Regeln übrigens noch drinstehen, dass auf der Hofkarte gespielt wird. Wir sind intern aber noch so ein bisschen am Diskutieren, ob die neue 2-gegen-2 Arena nicht tatsächlich noch ein kleines Stückchen schicker wäre. Ich habe da jetzt so ein kleines bisschen mal drauf rumprobiert und dieser Effekt, dass die Arena, sofern es halt auf einen Unentschieden rausläuft, tatsächlich immer kleiner wird, bis man nur noch auf einem ganz, ganz kleinen Fleck, also überhaupt nicht mehr wirklich gegeneinander kämpfen kann.
ist, glaube ich, eine schönere Sache, als irgendwann auf einen K.O. zu warten und mitunter ewig lange Duelle zu haben und zu sagen, irgendwann müssen wir das an Prozenten festmachen. Das heißt, es könnte sein, dass wir die Karte entsprechend nochmal anpassen. Zu Gewinn gibt es für euch einen Haufen Edelsteine und Waffenskins für jeweils den ersten, zweiten, dritten und vierten Platz ist für Preise gesorgt. Bewerben könnt ihr euch per Mail. Da braucht ihr euren Accountnamen, die Klassen samt Klassencharakternamen und habt Zeit dafür bis morgen Abend 20 Uhr. Wenn ihr also Bock habt, euch Samstag ab 21 Uhr in einem PvP-Turnier zu messen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Bewerbung. Sepka und ich werden das Ganze live im Stream begleiten. Kati wird das Ganze im Hintergrund mitmanagen, sodass das eine, glaube ich, sehr, sehr runde und sehr, sehr lustige Sache wird für Samstagabend. Genau. Ich kann noch nichts darüber sagen, weil ich jetzt schon privat mehrfach angeschrieben wurde, ob ich noch einen Platz, ob noch ein Platz frei ist, wenn man sich jetzt erst bewirbt. Also sollten wir über die 8 Personen kommen, wird das los entscheiden und ich werde pünktlich um 20 Uhr losen und dann an die Leute, die dabei sind, auch direkt eine E-Mail rausschicken. Also, zack, zack, bewerben und Samstagabend 21 Uhr live mit dabei sein. Da auch schon mal der kleine Rand hin oder die kleine Randnotiz. Diese Woche ist der Streamplan tatsächlich wieder ein bisschen voller. Das hat, glaube ich, einige Leute sehr gefreut. Wir haben uns vorgestern schon gesehen. Wir sehen uns heute, wir sehen uns morgen und wir sehen uns Samstag. Und weil immer mal wieder gefragt wird, wir haben den Streamplan unter unserem Twitch-Panel jetzt wieder aktualisiert und halten den auch wieder aktuell. Der ist eine Woche hinten rüber gefallen, weil ich montags nicht zu Hause war. Und den Fehler mache ich ab jetzt auch nicht mehr. Dateien jetzt immer auf einer SSD, auf einer externen Festplatte mit mir rumschleppe. Egal, wo ich hingehe. Nie mehr ohne GateNews-Vorlagen. Apropos GateNews-Vorlagen. Heute Abend legt eine Truppe noch mal ein paar Story-Erfolge vor, Kati. Bitte was, Entschuldigung, ich habe gerade eine Mail bekommen. Kannst du es noch mal wiederholen? das war die Überleitung auf den Eventkalender, um noch mal die restlichen Events zu promoten. Genau, restliche Events ist sehr treffend. In 6 Minuten geht nämlich das nächste Event los. Im Channel weiter unten gibt es bei uns im TS gatenews.de ohne Passwort ein weiteres Event ab 19.30 Uhr, geleitet von unserem lieben Matze, aka Enigma. Und zwar wird er sich der Episode im Bann des Drachen Teil 1 widmen, aus der Staffel 2 der lebendigen Welt und wird dort mit euch alle Erfolge durchmachen. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie Erfolgspunkte braucht, ich meine, ich beschreie es jetzt aber nicht, es gibt dort auch Zentral-Thyria-Punkte, durch die man sich früher ordentlich gekraucht hat. Und ja, wenn ihr darauf Lust habt, packt uns auf die Ohren, hört uns zu und sammelt euch unten im TS und macht die Erfolge noch mit Matze zusammen. Es ist auf jeden Fall immer eine schöne Runde, es macht Spaß. Wird auch so lange gemacht, bis jeder jeden Erfolg hat. Da sind wir sehr hartnäckig. Genau, egal, wie lange es dauert. Ja, wir haben da auch schon länger gesessen. Aber das war es wert. Ich erinnere genau. mich an den einen Abend, an dem ich die lebendige Welt Staffel 2 Erfolge mitgemacht habe. Und wir, glaube ich, 6 Anläufe für diese komischen Drachen-Achievements gebraucht haben. Aber wir haben es durchgezogen. Genau. Ja, in der nächsten Woche, ab Dienstag und in der darauffolgenden Woche ebenfalls am Dienstag, weil jetzt die Anfrage bei uns im Discord auch größer war und auch an mich so generell gerichtet wurde, gibt es einfach mal 2 gemütliche Fraktal-Anfängerabende. Das heißt, wir werden uns gemütlich zusammentun und die Dailies laufen. Also nicht, wie es vorher halt schon mal war, dass wir gucken, wir starten bei 1 und laufen durch, sondern gezielt die Dailies an dem Tag ab 19.30 Uhr auch. Ja, ich habe 19.30 Uhr reingeschrieben, genau. Genau, und da werden wir dann Grüppchen bilden. An der Stelle ist es auch erstmal egal, in welcher Konstellation wir laufen. Es geht darum, Mechaniken kennenzulernen und sich die begehrten Trüchen zu holen von den Dailies. Je nachdem, wie spät es ist, werden wir die Recommended auch noch anhängen, wenn die dann in dem Tier auch noch vorhanden sind. Und dann schlagen wir uns durch die Fraktale. Aber Kati, das ist doch total mutig, am 27. in die Fraktale zu gehen, wenn da die neue Episode der lebendigen Welt kommt. Meinst du wirklich, da kommt etwas? Ja, ich weiß, wir hoffen und bitten. Wer von euch wünscht sich auch noch eine neue Episode vor Weihnachten? Bitte mal plus spammen.
Wenn am 27. Ne? Oder mit, ja. Aber ich glaube nicht an einen Release mit Weihnachten zusammen. Das stelle ich mir hart vor. Das wäre der 12. 11. 11. Dezember. Ja. Oder sie machen, aber erst am 18. ist, glaube ich, zu spät, weil die hauen, glaube ich, auch relativ früh in die Weihnachtsferien. Also ich glaube nicht, dass sie noch Bock haben. Community-Veto. Öffnet den Reddit-Shitpost. Oh Gott. Ja, geil wär's, aber nicht unbedingt. Okay, Ori, du bist wieder zu neutral. Wir alle wollen mehr Content. Da kann doch keiner. Los nicht, ich hatte noch nicht mal die letzte Episode alles gemacht. Ach, ich auch nicht. Was? Wenn ich das ein Trailer Schande. Nächste Woche komme, weil dann muss ich kurzfristig alles in der Art Show über den Haufen schmeißen. Muss ich wieder irgendein Hype-Bild zeichnen, damit ich wieder Werbung machen kann. Ich bin ja voll nicht gekauft. Ich liebe unsere Podcaster hier. Ja, eigentlich brauche ich es nicht und gespielt habe ich es auch noch nicht. Immer dieses Understatement und wenn der Trailer dann kommt, ja, und dann kommt der Trailer, nee, so toll ist der Trailer hier eigentlich auch nicht. Wenn der Trailer kommt, dann kommt eine Trailer-Analyse und dann kriege ich wieder Bauchweh und mir wird schlecht und ich kriege Kopfschmerzen nach den 4 Stunden. Ich habe Angst vor Jora-Statuen. Ich habe Angst vor Alex 2. Das kann ich nachvollziehen, ja. Jede gute Trailer-Analyse. Vor dem haben wir im Team auch Angst, glaub mir. Auch eine Jora-Statue. Wenn ich zweimal schnell hintereinander zwinker, dann steht er hinter mir und zwingt mich dazu. Gut, ArenaNet schafft es aber auch, ohne lebendige Weltepisoden-Patches ins Spiel zu bringen und auch ohne lebendige Weltepisoden das Spiel kaputt zu machen, zumindest in einer gewissen Art und Weise. Und damit haben wir die Überleitung zu dem. Aber noch schön ausgedrückt. Patch von vorgestern. Großer Inhalt des Patches von vorgestern war eine riesige Überarbeitung der Runen und Sigille. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen beim Thema Inventar und Herstellungsmanagement. Das heißt, von nun an, das werdet ihr wahrscheinlich alle mitbekommen haben und hat Sky auch letzte Woche thematisiert, können Runen und Sigille wiederverwertet werden, beziehungsweise sie werden direkt, wenn man die Ausrüstung wiederverwertet, intern gedacht mit wiederverwertet. Und dabei kommen neue Materialien heraus und aus diesen neuen Materialien wiederum lassen sich teilweise über neue Rezepte Sigille und Runen herstellen, die es vorher halt nicht gegeben hat, via Handwerk. Und das war der eine Teil der großen Überarbeitung. In diesem Zusammenhang sollte übrigens auch der Sigillwechsel auf den legendären Waffen kommen. Das, was vor 2 Wochen aus Versehen zu früh ins Spiel gerutscht ist. Und auf der anderen Seite haben sie ganz, ganz viele Sigille und Runen in ihrer Funktion überarbeitet. Und dabei auch den ein oder anderen Bock geschossen, wie das immer so passiert bei ArenaNet. Pest gegen Cholera. Naja, also ich sag mal, dass sie das umgearbeitet haben, ist okay, aber nicht, wie man die Runen und die Sigille jetzt bekommt. Echt nicht? Hast du dich da intensiv reingelesen? Oder hast du nur diese wunderschöne News im Kopf mit viel zu teuren Rezepten? Ja, das reicht mir ehrlich gesagt schon völlig. Also, ich weiß noch, wie ich letzte Woche so ein bisschen gehypt war und gesagt habe, hey, super, jetzt kann man unsere Ausrüstung endlich machen aus der letzten Episode. Jetzt müssen wir nicht mehr auf Glück vertrauen, auf RNG und müssen nicht so viel Gold ausgeben. Ja, und denn ihre Lösung war ja, wir machen einfach noch mehr Goldzink rein. Halten wir doch einmal kurz fest, was muss man denn jetzt machen? Naja, für so ziemlich jede Rune oder jedes Sigill gibt es Rezepte. Manche, was ja eine gute Sache ist eigentlich. Ja, manche findet man in der offenen Welt, manche von denen lernt man beim Händler. Das ist soweit ganz gut gelöst. Das große Aber hat Kati gerade schon angesprochen. Und das liegt, Ori schreibt gerade, das Problem sieht er vor allem in der Hohlbrack-Rune. Die Hohlbrack-Rune ist nur eines der vielen Probleme an der Stelle. Das Gesamtproblem ist, man hat das Gefühl, irgendjemand bei ArenaNet kam auf die Idee, hey, wir hauen das und das in die Rezepte rein. Und wer immer das war, hat nicht so richtig darüber nachgedacht, was er da tatsächlich in die Rezepte reinhaut. Die Person spielt das Spiel nicht. Also, so leid es mir tut, aber wenn du Materialkosten von sag ich mal, von
vielen Gold hast, so wie 10 bis 20 Gold für so ein Sigil ausgeben zu müssen mit dem Material. Und das Ding ist 20 bis 40 Silber im Handelsposten Standardwert. Dann läuft wirklich ziemlich viel schief. Ja, das große Problem, das du halt beschreibst, liegt eigentlich weniger darin, dass die Sachen gerade so viel kosten, sondern vielmehr auch noch darin, dass die Sachen zukünftig noch mehr kosten werden. Das Paradebeispiel ist ja halt ja, natürlich. Die Holbrak-Rune, die Azurit-Orbs, also Azurit-Kugeln, kostet. Und zwar nicht mal eine, sondern 5. Hilf mir nochmal auf die Sprünge, wo gibt's diese Kugeln wieder? Die gibt es ganz, ganz selten aus Taschen und das mit einem RNG-Effekt. Gibt's sie nicht auch aus den Methril-Dingern in dem Fraktal? Nein, da gibt's leider nur die grüne Variante und ich meine mich zu erinnern, dass du die nicht aufwerten kannst. Nice. Da kommt Freude auf. Da kommt richtig Freude auf. Das Ding ist aktuell fast 5 Gold wert. Das heißt, die Rune kostet halt nur an, also nur bei den Azurit-Orbs halt gerade 25 Gold. Das Stück. Wenn du also 6 Charaktere ausrüsten möchtest, bist du locker flockig bei 170 Gold, wenn du, glaube ich, alles gerade zusammennimmst mit den Ektoplasma-Kugeln und den ich habe gar keine Ahnung, wie die Charms of Potence auf Deutsch heißen. Hoffentlich nicht Charme der Potenz. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall kosten die ja auch noch mal Geld, sofern du nicht Glück hast und die wiederverwertet bekommst in einer großen Menge. Und auch da gibt's, glaube ich, ein bisschen Kritik, dass die viel zu selten rauskommen und teilweise Symbole und andere Sachen auch viel zu selten gefunden werden. Aber das ist ja nicht das einzige Problem. Hätten sie es nur bei der Hohlbrack-Rune gemacht, hätte man sagen können, okay, da hat einer nicht nachgedacht, da irgendwas eingesetzt, ohne wirklich da einen Blick für zu haben. Die Rune of the Flock ist mindestens genauso lustig mit 3 Süßwasserperlen drin. Das erklärt jetzt aber auch, warum mein Account innerhalb von wenigen Stunden um 2.500 Gold gestiegen ist. Vielleicht sollte ich kurz einloggen und meine Bank ausrollen. Ja. Was mache ich jetzt? Weil ich logge mal kurz ein. Vor allen Dingen haben wir letztens noch im Raid gewitzelt, wann doch wieder Minstrel zurückkommt, weil die Feuerwasserperlen, die Süßwasserperlen nichts mehr wert sind. Bist du sicher, Sakulu, dass man die aufwerten kann? Die anderen Azurit, die heißt die? Die heißt, glaube ich, nicht Kugeln, sondern weil zumindest sagt mir das Wiki das nämlich nicht. Und das war auch der große Diskussionspunkt. Bin aber jetzt gerade auch genau, ja, das, aber selbst dann brauchst du ein Material, das jetzt nicht so häufig vorkommt. Azurit-Kristall hier. Azurit-Kristalle, genau. Die lassen sich nämlich in Mithriadern im vorigen Hochofen finden. Das sind diese Schmuckstücke hier. Azurit-Kristalle. Genau, das ist die kleine Version in grün. Und sofern mich jetzt das deutsche Wiki nicht belügt, wir gehen gerne mal ins englische Wiki, gibt es keine Möglichkeit, das aufzuwerten. Und das ist das Problem. Das heißt, du brauchst tatsächlich die Azurit-Kugeln. Und sofern mich da das Wiki nicht belogen hat, kriegst du die Orbs nämlich nur aus Taschen. Zufällig aus der, wie ich hier gerade sehe, das hat das deutsche Wiki nicht mit drin, aus der Fluctuating Mass, also das, was du für die Konverter bekommst. Also macht es vielleicht jetzt Sinn, Millionen von Konvertern zu öffnen. In der Hoffnung, dass man so eine Azurit-Kugel mit drin hat. Das sind aber auch nur die Dinge aus der Anomalie, ne? Ja, genau. Also hier, Hertha, Maultraut und so, bringt euch gar nichts. Bringt das nichts, ne. Wie gesagt, es gibt keine Möglichkeit, die herzustellen. Das steht normalerweise immer hier mit dabei. Werden aber noch für lustig viele andere Sachen gebraucht, wie zum Beispiel, gut, das hat, glaube ich, noch nie ein Mensch gemacht, 9x5 Gold investiert, um einen Gegenstand rauszubekommen, der 1,5 Gold kostet. Ich glaube, das ist sehr, sehr wahnsinnig, wer immer auf die Idee gekommen wäre, das so zu machen.
Ah, das ist der Talisman der Wirkstärke, wurde ich übrigens gerade korrigiert. Die Charm of Potence, Potence, whatever. Gut, auf jeden Fall, also die werden halt nur teurer, weil sie werden für also viele Sachen gebraucht und kommen unglaublich langsam nach. Noch ist es halt so, dass es so viele Runen von Holbrak gibt oder Holbrak-Runen gibt. Das Problem ist halt, wenn die irgendwann mal aufgebraucht sind oder wenn ein lustiger Spieler auf die Idee kommt, hey, ich hole mir jetzt mal ein Holbrak-Runen-Monopol, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig, ihm das wieder wegzunehmen, weil dieser Orb tatsächlich sehr teuer ist. Also es gibt keine einzige Chance mehr, Runen wieder zu gewinnen durch die Wiederverwertung, weil sie halt direkt umgewandelt werden. Das heißt, nach und nach werden die Runen im Handelsposten knapper. Wird auch irgendwer just for fun alle Holbrak-Runen kaufen und sie einfach wiederverwerten. Mal gucken, was dann passiert mit den neuen Runen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die zu sehr, sehr viel Blödsinn führen können. Und wie gesagt, das bezieht sich halt nicht nur auf die Holbrak-Rune, sondern wie wir gerade gesehen haben, Süßwasserperlen in der Rune of the Flock zum Beispiel. Oder auch, was haben wir hier noch? Für das Rage-Sigil werden 5 exquisite Passion-Flowers gebraucht. Auch das ist ja was man sehr, sehr selten findet und was halt überhaupt nicht zu dem Wert des eigentlichen Sigils passt. Also die werden extrem viel teurer, als sie eigentlich vorher waren. Ja, das ist das eine Problem mit der Überarbeitung der Runen und Sigille. Ich bin übrigens nicht sicher, ob ihr zwei einfach nur nicht mit mir redet oder der TS gestorben ist. Nein, nein, alles gut, wir sind Entschuldigung, ja, ich musste gerade was klären, weil anscheinend habe ich nächste Woche keinen Art-Stream, sondern Marius. Oh. Da hat Stefanie was durcheinander gebracht, das ist gut zu wissen. Das heißt, nächste Woche kann der Trailer kommen. ja, also das war das eine Problem. So wird aus einer Rune, was war das hier, die Rune des Schwarms? Ich glaube, das ist Flock gewesen, ne? Wird, glaube ich, aus einer 8-Silber-Rune wird ein Herstellungspreis von 16 Gold. Und aus der 33 Silberrune wird ein Herstellungspreis von fast 25 Gold. Also überhaupt nicht das, was es tatsächlich widerspiegelt. Die andere Überarbeitung bezieht sich vor allem auf Runen, die kaputt gegangen sind. Da gibt es kleine kaputtgemachte Runen und große kaputtgemachte Runen. Das kleine zum Beispiel wäre bei der jetzigen Gelehrtenrune. Die jetzige Gelehrtenrune wurde überarbeitet und hat ein bisschen an Schaden eingebüßt. Dafür gibt sie uns jetzt zusätzlich Wildheit. Wurde sogar von ArenaNet in irgendeinem Thread vorgerechnet. Der Damage-Loss liegt irgendwo bei 0,0 irgendwas Prozent. Also nicht relevant. Und gleicht sich dadurch aus, dass man hin und wieder auch mal unter 90% Lebenspunkte fällt. Und dann hat man ja weniger Schaden gemacht. Früher mit der Gelehrtenrune, beziehungsweise macht man heute immer noch, aber nee, macht man heute nicht mehr. Genau, das ist der Punkt. Genau. Der interessante Teil dabei ist, jeder Bonuswert, den man zum Beispiel durch Runen oder durch die Rüstung bekommt, wird im Nachhinein durch Bufffood beeinflusst. Also wenn in dem Bufffood drinsteht, so und so viel Prozent eurer Wildheit werden zum Beispiel in Kraft umgewandelt, dann werden da die kompletten Stats mit eingerechnet. In der jetzigen Version der Gelehrtenrune werden aber exakt die 125 Wildheit, die dazugekommen sind, nicht mit umgewandelt in Kraft. Und das scheint auch für alle anderen Runen zu gelten, bei denen der 6er-Bonus verändert wurde und zusätzliche Stats da eingefügt wurden. Das ist ein kleiner Fehler. Da geht es auch um Damage-Veränderung von 0,18% oder sowas hatte irgendwer ausgerechnet, die dadurch verloren gehen. Jetzt wird niemand wegen 0,18% durchdrehen, aber Bug ist Bug. Das heißt, da muss ArenaNet auf jeden Fall dran. Es gibt aber auch noch die großen kaputtgemachten Dinge, wie zum Beispiel die Rune der Zuflucht und der Pestbringer. Das hat sich doch bestimmt einer von euch angeguckt, damit ich nicht monologisieren muss, richtig? Grab ist gerade aufgemacht, ja. Ich habe die News noch nicht gelesen, Entschuldigung. Ich war mit Kochen beschäftigt. Habe ich das? Habe ich Tonaussetzer auch bei euch? Nö, bei mir ist alles gut. TS war okay. Wir reden nur nicht. Also Alex, alles gut. Weil Marco das gerade schreibt, ich hätte Tonaussetzer. Okay. Das überrascht mich. Also ich höre dich klar und deutlich, aber ich habe dich im Twitch jetzt natürlich auch auf Stimmen, ne? Ganz, ganz, diese Rede müsstet ihr mich eigentlich hören im Twitch.
meine Sensitivierung angepasst, sodass du mich eigentlich immer hören solltest, Marco. Aber ich habe da mal einen Blick drauf, auf jeden Fall. Also das, was sie jetzt geändert haben, da meine anderen beiden Moderatoren darauf gerade nicht anspringen, ist der 6er-Bonus der Rune der Zuflucht. Die Rune der Zuflucht hat jetzt einen neuen Bonus, der dafür sorgt, dass man... Und ich hätte jetzt eine fünfsekündige Abklingzeit gehabt. Nee, das kam später mit dazu. So war der Steuerung F. Ich muss das gerade angezogen, damit ich das genau vorlese. Genau. Erhaltet eine Barriere entsprechend 20% des Werts, den ihr an Heilung erhaltet. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr Heilung erhaltet, das gilt übrigens nicht für Regeneration. Das sollte man vielleicht vorneweg erwähnen. Jedes Mal, wenn ihr Heilung erhaltet, gibt es 20% davon als Barriere. Was ArenaNet nicht bedacht hat, es gibt bestimmte Dinge, durch die man Lifestyle hat, also Lebensraub. Zum Beispiel eine Eigenschaft beim Nekromanten, vampirische Präsenz. Sorgt dafür, dass ein bisschen Schaden in Lebensraub umgewandelt wird und man sich damit heilt. Das heißt, der Nekromant heilt sich mit jedem Auto-Attack minimal durch vampirische Präsenz. Jedes Mal, wenn er sich aber minimal heilt, erzeugen auch 20% davon eine Barriere. Das waren irgendwie 5-6 Lebenspunkte, die da an Barriere erzeugt wurden, was natürlich zu vernachlässigen ist. Es sei denn, man hat diesen wunderschönen Trade schleifende Kiesel ausgewählt. Schleifende Kiesel sorgt dafür, dass jedes Mal, wenn man eine Barriere erhält, der Nekromant einen Zustand entfernt und er 2 Stacks Macht bekommt. Heißt also im Endeffekt, jedes Mal, wenn er einen Auto-Attack macht, entfernt er sich einen Zustand und bekommt 2 Stacks Macht. Und das jedes Mal, wenn er einen Auto-Attack macht. Was den Nekromanten im PvP kurzzeitig, Kondi-immun machte. Weil er sich halt jedes Mal mit jedem Angriff Zustände runtergenommen hat. Und gleichzeitig hat er natürlich 25 Stacks Macht permanent oben, weil genügend Attacks, genügend Auto-Attacks, genügend Angriffe, egal was man halt macht, man hatte Lebensraub, egal was man gemacht hat, man hat sich minimal geheilt, hatte minimal Barriere und hat jedes Mal einen Zustand runtergenommen. Dass das nicht beabsichtigt war, kann sich, glaube ich, jeder denken. Es gibt dazu auch ein wunderschönes Video von Mighty Teapot, als er das so selber gerade angefangen hat herauszufinden. Eigentlich musste ein Schrei dazu. Ja. Warte, ich mach das nochmal. Wait, wait! Ja? It's procking off the lifesteal. What? Oh my god! Wow! It's procking it procks off the lifesteal! Ja, also ihr könnt euch jetzt, ihr seht das da unten anhand der Mindstacks ziemlich gut. Jeder dieser Angriffe, und er trifft ja dann zum Beispiel mit dem Stab auch noch mehrere Leute, gibt ihm jedes Mal 2 Stacks Macht und entfernt jedes Mal einen Zustand. Das heißt, hier hat er sich gerade 4 Zustände runter, 4 Zustände runter. Und so lief das Ganze weiter. ArenaNet hat aber noch einen oben drauf gesetzt, und zwar heute Morgen mit dem Hotfix. Ich glaube, das ist so der größte Schrei gerade in der Community, wenn selbst unser Alex da dringend eine News zu schreiben wollte, dann hat das schon echt eine harte Brisanz. Anstatt die Rune jetzt zu fixen, hat sich ArenaNet heute Morgen kurzfristig oder gestern Abend aus ihrer Sicht kurzfristig dazu entschieden, einfach den Nekromanten-Trade zu verändern und dafür zu sorgen, dass schleifender Kiesel nur noch alle 5 Sekunden triggert. Die sollten einfach den Nekro aus dem Spiel entfernen, oder? Die hassen denn das sowieso. Es ist so gut, es gab so viele Memes, die gesagt haben, ach, die nerven eh nicht die Rune, die nerven den Nekromanten. Und sie alle hatten recht. Eigentlich ist es so traurig, wie viel Blödsinn im Reddit veranstaltet wurde. Wie viele Sprüche es irgendwie gab von wegen, ja, ArenaNet nervt halt den Nekro, kein Problem. Darf sich niemand mehr beschweren, dass die Entwickler nicht auf die Community hören, ne? Ja, solche Sachen sind gerade der letzte Schrei im Reddit. Das ist echt eine Katastrophe. Ja, was soll man dazu sagen? Eigentlich kann man nicht viel dazu sagen. Ich musste da so drüber schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ich finde, Alex hat, ja doch, Alex, der verbesserte, der bessere Alex, hat das ja auch so schön geschrieben. Ach ja, mal gucken. Also das ist eigentlich totaler Testet Wahnsinn. Das denn keiner? Ich meine. Also ich glaube, das war tatsächlich ein Ad-Hoc, weil das offensichtlich war, als sie halt realisiert haben, wie das funktioniert. War es das Einfachste, da einfach diesen Wert zu ändern, als eine Rune zu ändern, die halt auch auf alle anderen Klassen Auswirkungen hat. Man die Rune deaktiviert. Ja gut,
Das wäre die andere Sache gewesen. Dann hätten die Trader gemeckert. Nee, ich hätte das sehr, sehr gut gefunden, die Rune zu deaktivieren. Das wäre der erste richtige Schritt gewesen. Oder schnell hektisch die Änderung wieder rückgängig gemacht und die alte Rune, die alten Funktionen der Rune eingefügt und dann nochmal Gedanken sich darüber machen, wie man das beheben kann. Also man hätte verschiedene Möglichkeiten gehabt, auf dieses Szenario zu reagieren und Arena hat mal wieder so zu Holzhammer. 1, 2, 3 oder Fettnäpfchen und wir nehmen halt Fettnäpfchen. Müsste das nicht das Systems-Team zu verantworten haben? Die machen primär Rewards und so, ne? Nee, die haben auch Balancing mit drin, statt auf deren, oder? Schirm? Macht wahrscheinlich ja, nur eine einer Person davon, allein. Ja, einer davon hat den Schwerpunkt auf dem Balancing. Das kann ja nicht funktionieren, wenn eine Person allein alles macht. Oh mein Gott. Naja, gut, die haben ja auch noch QAs, ne? Also. Ja, das hat man ja jetzt gesehen mit dem Ganzen, also. Also dieses, wenn einer das alleine macht, da tue ich mich immer so schwer. Also klar, diese eine Person, ne, wenn er also Balancing ist halt sein Hauptthema, dann beschäftigt er sich hauptsächlich damit, aber wenn es in die finale Umsetzung geht, werden sicherlich auch andere Leute was mitzusprechen haben. Ja, natürlich. Und bei der Umsetzung helfen. Trotzdem war das Wie hat das früher funktioniert, möchte ich kurz anmerken, ja? Als Izzy, Isaiah Cartwright das im Alleingang gemacht hat und in nur welchem auf Jahr Feedback war das? Das war Guild Wars 1 im Jahr 2007. Ja, okay. Das ist andere Zeit, anderes Spiel, anderer Ort. Aber theoretisch kann das funktionieren. Theoretisch kann das funktionieren. Naja, auf jeden Fall wunderschöne Sprüche. Ich glaube, die hat der Alex auch gesammelt, ne? Und das Balance-Team ist schneller und effektiver im Nerven von Nekromanten als im Anpassen von Chronomanten. Ach ja. Witze über Axtfertigkeiten beim Nekromanten, die gebackt werden und alles andere, was genervt wird. Also, wenn ihr mal so durchs Reddit scrollt, das ganze Reddit besteht im Prinzip gerade nur noch aus Nekromantenwitzen und Runenbugs. Also, wer da so ein bisschen Langeweile hat, kann sich da auch mal auf jeden Fall durch alles durchschauen. Auch sehr schön war der RIP Sanctuary Scourge Post, als gerade angekündigt wurde, dass in 10 Minuten ein Patch kommt. Und ja, er hatte recht mit diesem Beitrag. Eigentlich ist das ziemlich traurig. Alle haben es irgendwie gesehen, aber keiner wollte wirklich glauben, dass ArenaNet das so macht. Ich find's witzig. Ich kann mich darüber amüsieren. Aber ich spiele auch kein Pissbringer, also von daher. So, ich guck gerade noch mal, um die da nämlich gerade tatsächlich nichts Falsches zu sagen. Da hatte mich nämlich Jojo gestern so ein kleines bisschen korrigiert. Okay, er hat auch relativ recht damit. Ebenfalls eine große Diskussion war ja das Sigil der Auslöschung. Dieses wunderschöne Sigil, das wir für die neue Rüstung gebraucht haben, für die Requiem-Rüstung, das so unglaublich teuer geworden ist und wo jetzt alle gehofft haben, das wird mit dem nächsten Patch so unglaublich günstig. Jein für alle, die da gehofft haben, dass es tatsächlich richtig, richtig günstig wird. Ich gehe aber davon aus, dass es noch sich ein kleines bisschen nach unten anpassen wird. Und zwar besonders in diesem Bereich Symbol, ich möchte jetzt nicht lügen, der Kontrolle, okay, das heißt Symbol der Kontrolle. Das ist dieses wunderschöne Rezept nämlich, das hier herausgesucht wurde. Also gedacht für einen Sigil der Auslöschung sind gerade 10-mal der Kristallstaub, den man aus dem Wiederverwerten bekommt, 10 T6-Totems, 10 Ektoplasma-Kugeln. Das sind, denke ich mal, ganz okay Preise. Und 2 Symbole der Kontrolle. Die kosten aktuell noch 2,8 Gold, also knapp 3 Gold, was den Gesamtpreis irgendwie auf irgendwas zwischen 4 und 5 Gold gerade anhebt. Mit den Totems und allem drum und dran. Wobei noch ein bisschen mehr. Ich glaube, die Totems sind die so bei 20, 30 Silber, 3 Gold. Ja, irgendwie sowas um die 5, 6 Gold wird es aktuell kosten, so ein Sigil herzustellen. Ich gehe aber davon aus, dass die Preise von den ganzen Symbolen und alles in nächster Zeit runtergehen werden. Die waren lange, lange Zeit nutzlos. Hat man nur zufällig bei der Wiederverwertung von bestimmten Ausrüstungsgegenständen bekommen im Low-Level-Bereich. Und die bekommt man jetzt halt regelmäßiger beim Wiederverwerten. Und was man regelmäßig bekommt, das wird mit der Zeit einfach günstiger. Deshalb werden diese Symbole, davon gehe ich jetzt aus, ihr habt es hier zuerst gehört, auf Dauer im Preis nach unten gehen. Und solche Sachen wie Azurit-Kugeln werden auf Dauer im Preis nach oben gehen, sofern ArenaNet sich nicht spontan überlegt, diese wieder einzuführen in irgendeinem
verrückten Wahn. Weil ich mir auch vorstellen könnte, dass sie irgendwas für die nächste Lebendige Welt-Episode planen, wo sie plötzlich wieder anfangen, mit Materialien um sich zu schmeißen, um das auszugleichen. Um dann dafür zu sorgen, dass die Runen überhaupt nichts mehr kosten. Und dann führen sie wieder irgendwas ein, wo sie die Sachen brauchen. Und das ist so ein never-ending Circle. Der aber nie funktioniert und zu keinem Zeitpunkt die Leute glücklich macht. Ich verstehe es nicht wirklich. Frag mich echt, was in den Köpfen von denen vorgeht. Die sollen Dinge benutzen wie Lauch. Lauch. Oder Spargel. Aber die Lauchrune gibt's halt nicht. Ja, auch wenn viele drauf kommen. Ich finde die Idee super von Sepp. Die Rune des Lauchs. Komm da bitte ein Meme für kriegen, die Rune des Lauchs. Was wie es die generelle Überarbeitung der Runen und Sigille angeht, Arenet hat da wirklich viel angepackt. Also ich empfehle euch, da tatsächlich mal durch die Patchnotes zu scrollen, wenn euch das interessiert. Ja. Sehr, sehr spannend, was sie teilweise gemacht haben. Sie haben sie haben probiert, ein bisschen was in Sachen Chance rauszunehmen, also Zufallseffekte. Bei Luft- und bei Feuersigillen zum Beispiel haben sie die 50% Chance bei einem kritischen Treffer geändert in 100% Chance, aber 3 Sekunden Abklingzeit, was das halt ein bisschen zählbarer und kalkulierbarer macht, als es vorher war. Sie haben die ganzen Runen, die 10% Schaden gegen eine spezifische, die ganzen Sigille, die 10% Schaden gegen eine spezifische Kreaturenart hatten, umgeändert in 7% Schaden gegen diese Kreatur und 3% allgemeiner Schadensboost, was sie, ein bisschen besser macht, vielleicht, irgendwo, weil sie immer noch denselben Schaden gegen diese Kreaturenart verursachen, aber halt auch 3% Schaden gegen alle anderen. Ich glaube, diese Sigille wurden, wenn sie eingesetzt wurden, ja sowieso nur in den Dungeons ausgepackt. Und da gibt's mitunter ja nicht immer nur, Geister oder nur, was habe ich jetzt hier, Zentauren. Das heißt, ich vermute einfach mal, dass das für Dungeons, sofern sie überhaupt noch jemand spielt, Dungeons, ein minimaler Buff ist wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall spannend, dass sie die alle angepackt haben, diese Sigille. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ordentlich Arbeit war. Nichtsdestotrotz sind ja die meisten einfach auch unbrauchbar. Ja, es ist immer noch viel von den Sigillen unbrauchbar, ja. Na? Und von diesen spezifischen Schadenssigillen sowieso. So wie mit dem Buff-Food. Okay, ich halte jetzt einfach mein Mikrofonarm selber. Der rutscht immer runter. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, warum er das macht. Was halten wir davon, dass die Geschwindigkeitsrune nun bei Eile 66% Movement Speed gibt? Da halten wir als Team gar nicht so viel von, sodass wir das nämlich gar nicht erwähnt haben, weil Movement Speed nur in den wenigsten oder diese Movement Speed Rune nur in den wenigsten Bereichen überhaupt eine Rolle spielt. Ich glaube, es gab einen wunderschönen Reddit-Thread, der das erklärte. Also erstmal Movement Speed außerhalb des Kampfes ist sowieso egal. Da bist du nämlich mit 33% Eile sowieso am Hardcap. Schneller läufst du nicht. Auch wenn du Super Speed aktivierst, wirst du nicht schneller. Da ist halt irgendwann Ende. Du kannst nur maximal 400 Units pro Sekunde laufen. Egal, wie viel Movement Speed Buff du hast. Das heißt, out of combat spielt das überhaupt keine Rolle. In combat spielt's also out of combat spielt sowieso keine Rolle, weil da haben wir Reittiere. Ganz ehrlich, wer läuft noch zu Fuß irgendwo hin? In combat macht's, glaube ich, ein bisschen Unterschied. Da ist aber Super Speed immer noch schneller, wenn ich okay, das richtig in Erinnerung habe. Lex. Echt? Ja. Woher kommt denn das? Mein Upload ist perfekt. Mein Mikrofon hast du einen steht direkt liegen? Vor mir. Anscheinend. Ein Kabel. Anscheinend. Aber warum? Mein Mikrofonarm geht auch immer runter. Ich bin mir nicht sicher, warum er das tut. Irgendwas ist hier gerade komisch. Mikrofon ist verhext. Also der Unterschied in Fight ist, ich habe das jetzt gerade aufgerufen, Swiftness mit der Rune der Geschwindigkeit liegt bei 350 Units die Sekunde und mit Superspeed ist man noch immer bei 400 Units. Ich kann euch gerade nicht 100%ig sagen, warum das so ist, aber da der Reddit-Thread ganz oben hochgevotet war, gehe ich mal davon aus, dass der stimmt. Und deshalb
Ist Super Speed noch immer stärker als die Swiftness-Rune? Das nur so als Randinformation. Weil es auch unsinnig wäre, den Slot damit zu vergeuden, wenn man sich die Boons eh in der Gruppe stackt. Also. Ja, es geht um den, also der hat jetzt einen Bonuseffekt, der die Geschwindigkeit verdoppelt von deiner Eile. Aber wofür brauchst du? Cap ist Cap. Erstens das und zweitens, wofür bräuchtest du mehr Eile? Also, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Plus 25, ja, also das ist, keine Ahnung. Nichts, wo ich jetzt meinen Fokus drauf legen würde. Ich glaube, auch die meisten anderen haben gesagt, dass das kein wirklicher Bonus ist. Also freut euch darüber nicht zu sehr. Außerdem habt ihr, wie gesagt, außerhalb des Kampfes eh Reittiere. Also, hey. Reittiere. Yay. Yay. Ansonsten, was sich wo, wie, wann metatechnisch verändert hat, das werden wir uns in nächster Zeit auf jeden Fall noch anschauen. Sollte es da irgendwas Spannendes geben, irgendwelche Anpassungen in der Raid-Meta und, dann wird es auf jeden Fall dazu auch nochmal ein Special geben mit unseren altbekannten Gästen, wo wir dann so ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ich habe bisher noch nicht viel Chance gehabt zu spielen. Ich vermute, Kati und Sky haben auch nicht sonderlich viel gespielt. Plus, wenn, haben sie, glaube ich, keinen Fokus darauf gelegt, mit Runen und Sigillen zu experimentieren. Also wird es dazu dann im Laufe der Zeit vielleicht noch ein paar mehr Informationen geben. Außerdem habe ich auch das Gefühl, dass noch nicht alles fest ist und Arena Net an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen schrauben muss. Ich glaube, da kommt auch spätestens Dienstag noch mal was nachgeschoben, nachjustiert. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Deswegen würde ich ja, ging jetzt auch die Diskussion schon los, wie viel sich jetzt bei den Meta-Builds, ne, für Raids von Snowcross und so tut. Ich würde da, glaube ich, echt erstmal noch ein paar Tage warten, bevor ich da wieder neue Builds raushaue und Noel wieder 24/7 am Golem steht und alle Klassen durchboxt. Ja, also ich würde da auch an eurer Stelle auf jeden Fall warten und nicht dem erstbesten Trend hinterherlaufen, sondern mal so gucken, was sich in nächster Zeit ergibt. Doch gleich die teuerste Rune und Sigil kaufen. Gut, wenn du Geld machen willst, könnte das vielleicht sogar eine Möglichkeit sein. Vielleicht ist es aber inzwischen klüger, die günstigsten Runen und Sigille zu kaufen, weil die Chance haben, teurer zu werden. Ja. Ja, dann hatte der Patch noch ein paar andere nette Nebeneffekte. Vor allem für die PvPler unter euch. Es gibt eine 2-gegen-2 Arena, eine neue. Und die ist schön. Die sieht nicht nur schön aus, sondern die hat auch ein paar sehr, sehr schöne Funktionen. Ich habe die mir im Video mal genauer angeschaut. Da hat Uri uns auch netterweise oder mir ein bisschen ausgeholfen, damit wir die Arena auch tatsächlich ordentlich nutzen konnten. Das ist tatsächlich eine Arena, die ist ausgelegt auf 2-gegen-2. Sofern ihr die Einstellung auch so lasst, 2-gegen-2, zwei beginnende Spieler, habt ihr auch Fortschritt in der Arena. Das heißt also, ihr sammelt ein bisschen Belohnungsfahrtfortschritt. Falls ihr da mit Freunden spielen wollt, ist es dann nicht komplett umsonst. Vom Aufbau her sehr, sehr simpel. Zwei Basen, rot und blau auf jeder Seite. Ihr habt in der Mitte dieses Plateau, auf dem gekämpft werden kann. Und halt so ein bisschen den Bereich darunter. Vom Overlay her, das kennt ihr vielleicht auch vom Hof, gibt es oben eine Punktezahl. Das heißt, wenn ein Team gewinnt und die anderen beiden ausgeschaltet hat oder halt auch nur ein Spieler ausgeschaltet hat, ich habe das jetzt bei uns auf 1-gegen-1 eingestellt, dann gibt es halt einen Punkt. Und bei 3 Punkten, auch das kann man beliebig flexibel einstellen, ist das Match dann vorüber. Auch in der Zeiteinstellung kann man sich austoben, wie man möchte. Standardmäßig sind es 2 Minuten. Man könnte es auch runtersetzen auf 1 Minute oder auf weniger. Man könnte auch die Spielerzahl übrigens hochsetzen auf 10-gegen-10, was ich mir in dieser kleinen Arena ziemlich anstrengend vorstelle. Aber vielleicht auch ganz witzig, wenn man mit so einem Quatsch anfangen würde. Und wenn die Zeit dann abgelaufen ist, dann beginnt das, was man so aus modernen Battle-Royale-Spielen auch so ein bisschen kennt. Der Kampfbereich wird verkleinert. Und zwar einmal von innen und von außen, wobei die innere Änderung sich nur auf den Bereich unterhalb des Plateaus bezieht. Der wird dann quasi zur Todeszone und der Bereich außerhalb auch. Sobald die Zeit abgelaufen ist, kann man sich zudem nicht mehr heilen, weder durch Regeneration noch durch Heilfertigkeiten. Und im schlimmsten Fall passiert dann das, was alle erwarten, nämlich, dass man in diesen Feldern stirbt.
Man geht auch in den Downstate und ich glaube, man ist dann nach 3-4 Ticks aus dem Downstate ausgeschaltet und kann theoretisch die nächste Runde beginnen und duelliert sich dann weiter. Es freut mich richtig, dass das Rocker und ich da das richtig analysiert haben im Video. Schöne Sache. Ja. Pass auf, das ist der Anfang von Battle Royale für Guild Wars 2. Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Wobei die Funktion ganz nett ist, sie hat einen lustigen Bug. Wenn man in dem Moment, in dem der Laser die Mitte erreicht, auch auf dem genauen Mittelpunkt steht, ist man immun gegen den Schaden. Allerdings auch nur so lange, wie man in diesem Mittelpunkt stehen bleibt. Sobald man sich ein bisschen nach rechts oder links bewegt, einmal kurz in die Todeszone rein, kommt man nie wieder in diesen Safe-Spot zurück. Also wirklich nur in dem Moment, in dem das Gebiet quasi böse wird in der Mitte, erlangt man Immunität. Ori und ich konnten da so ein bisschen stehen bleiben, hat da keinen Schaden bekommen. Das wird natürlich in einem realen 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Szenario nie passieren. Irgendwer schmeißt dich da schon aus der Mitte raus. Und wie gesagt, wenn man da einmal raus ist, dann ist es halt vorüber. Und man bekommt da garantiert Schaden. Hier zeigen wir euch das Feld jetzt noch einmal von unten, wie es sich ausbreitet und wie es dann dazu führt, dass ich sterbe, weil ich nämlich beim ersten Mal gar nicht gesehen habe, dass sich da in der Mitte ein Feld ausbreitet. Ja, sehr, sehr peinlich, wenn Sputti mal neue Mechaniken ausprobiert. Solltet ihr nicht dabei sein. Ist im Großen und Ganzen aber eine unheimlich lustige, kleine, süße Arena. Und ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit das jetzt demnächst tatsächlich mit 2 gegen 2 Turnieren und mit 2 gegen 2 Duellen belebt wird. Wobei, das sage ich hier schon mal vorneweg, das Ganze findet nur in selbst erstellten Arenen statt. Es gibt keine eigene Warteschlange dafür. Und ArenaNet plant auch keine Warteschlange, plus plant kein Balancing für den 2 gegen 2 Modus. Also alles, was wir jetzt haben, müssen wir quasi selbstständig auf diese 2 gegen 2 Arena übertragen. Klug wäre es dann irgendwie, wenn man selber ein Turnier ausrichtet, so ein paar bestimmte Fertigkeiten auszuschließen, damit es dann ein bisschen fairer wird und die Kämpfe mitunter nicht unendlich lange laufen. Ja, ist auch eine coole Sache. Also, ich finde die knuffig. Ich finde die Arena auch sehr schön. Also, ich bin positiv überrascht. Ich könnte definitiv einiges machen, vielleicht auch mal für euer Challenge Saturday und so weiter. Deswegen sage ich ja, wäre es eine kluge Idee, vielleicht mit dem Challenge Day die Arena zu benutzen anstelle des Hofs. Wir wussten ja nicht, wie sie könnten tatsächlich wird. Könnten ja auch noch wechseln. Ja. Die ersten vier, also die ersten Runden, K.O.-Runden machen wir im Hof und dann gehen wir halt in den weiteren Brackets rüber. Ich habe halt so ein bisschen Angst beim Hof oder beziehungsweise im Vergleich zu der anderen Karte, dass sich halt Leute jetzt irgendwie probieren, Builds zu bauen, um einfach möglichst lange zu überleben und das durchzuziehen. Weil wir haben keine feste Zeitbeschränkung vorgesetzt und ich wüsste auch nicht, fünf wer Minuten. Wann gewonnen. Ja, aber was passiert nach den 5 Minuten? Wer hat dann gewonnen oder verloren? Kann ich jedes Mal nach 5 Minuten unentschieden enden, dann wird das ein sehr, sehr langer Abend. Deshalb ist es vielleicht keine schlechte Idee zu sagen, nach 5 Minuten wird das Spielfeld halt kleiner, weil da gibt's definitiv irgendwann einen Sieger, einen ganz klar festgelegten. Warum diskutiert ihr denn darüber noch? Das ist doch genau die Lösung für das Problem, was du gerade gesagt hast, Schalzer. Ist es, weil ja. Wir noch gar nicht so hundertprozentig miteinander gesprochen haben, als die Map rauskam. Richtig. Ich habe das, ich habe da auch, also jetzt ich hab auch habt nicht ihr davon gehalten. Wir planen live den Challenge Day. Ist doch auch was Schönes. So ungefähr laufen dann Diskussionen auch im Hintergrund ab. Alex Mann da ist. Dankeschön für die Subscription, Jadefuchs. Ja, vielen Dank für den Resub. Also die neue Arena ist super, super süß, hat ein paar tolle Einstellungsmöglichkeiten. Und ja, ich bin definitiv ein Fan davon. Und ich bin auch ein Fan davon, dass ArenaNet sagt, wir probieren das jetzt richtig zu pushen und knallen direkt Ende November ein Turnierwochenende rein, das ja im Prinzip täglich 4 2-gegen-2 Turniere ansetzt, zeitversetzt zu den regulären 5-gegen-5 Turnieren. Und Spieler können dann halt an diesen 2-gegen-2 Turnieren teilnehmen. Ganz normal wie bei den 5-gegen-5 Turnieren auch, sammelt ihr dann halt Qualifikationspunkte. Und am Samstag, dem 1. Dezember, findet dann das Hauptevent statt mit den Leuten, die sich halt dafür qualifiziert haben. Und da werden dann auch, oder da wird dann auch um Edelsteine gespielt. Jeweils pro Person 1000 Edelsteine für den ersten Platz, 700 für den zweiten. Und für den dritten und vierten jeweils 400 Edelsteine.
Und es gibt einen besonderen Titel, nämlich Schicksalhafte Begegnung für das Team, das das Finale gewinnt. Die beiden sind dann auf ewig verbunden, oder zumindest so lange, bis es das nächste 2 gegen 2 Turnier offiziell von ArenaNet gibt. Und das finde ich schön. Also so ein besonderer Titel, der wirklich, ja, zumindest, doch, er wird eine lange Zeit wahrscheinlich einzigartig sein, weil ich nicht davon ausgehe, dass sie jetzt jede Woche oder jeden Monat so ein 2 gegen 2 Turnier veranstalten. Das heißt, Leute mit schicksalhafter Begegnung als Titel, die werden lange, lange Zeit die einzigen sein, die diesen Titel tragen können. Es nimmt euch auch gleichzeitig nichts weg. Das 5 gegen 5 monatliche Turnier findet eine Woche vorher statt. Und die 2 gegen 2 Turniere laufen zeitversetzt zu den 5 gegen 5 Turnieren. Also ihr verliert nichts dadurch. Ihr bekommt nur zusätzlich eine weitere Turnierwoche. Also Leute, lasst das PvP wieder aufleben. Traut euch. Es ist gerade tatsächlich ein guter Zeitpunkt, ja. Neue Season ist gestartet, neue PvP-Rüstung kam mit dem Patch ins Spiel. Ja. 2 gegen 2 Turnier-Arena, eine neue 5 gegen 5 Arena, die ich mir auch noch mal genauer anschauen werde demnächst. Da kam ich bisher noch nicht zu. Also, ja. Eigentlich haben die PvPler gerade eine gute Zeit. Es könnte auf jeden Fall ein schöner Anfang werden, wenn sie jetzt am Ball bleiben. Genau, da wird es wahrscheinlich wieder schwierig. Nee. Und wenn du sagst mir immer, ich soll optimistisch sein. Ja, Entschuldigung. Du hast recht. Ich sag nichts. deshalb mache ich auch direkt was, um die Euphorie zu bremsen. Nämlich der Entwickler-Tracker, Titel aus der PvP-Saison 13. Ich liebe ja, ich glaube, da gibt es auch Memes zu, oder? Zu ArenaNet konstanter Inkonstanz. Heißt das Inkonstanz? Inkonsequenz? Konsequente Inkonsequenz, ne? Ja. Sie haben ja für die PvP-Saison 13 gesagt, hey, wir nehmen die Titel aus den Turnieren, aus dem Leaderboard der Season, weil irgendwie sind die Titel doof und irgendwie klingen die alle fast gleich und irgendwie haben sich manche Leute die auch ergaunert und das alles doof. Dann hat sich jemand gedacht? Wir füllen die wieder ein. Bam. Und zwar für die 14. Saison. Und zwar ohne irgendwelche Änderungen. Darüber haben wir schon vor 2 Wochen gelästert. Der Knaller ist jetzt diese Woche gekommen. Es gab Spieler, die haben ihre Truhe für die neue Saison nicht sofort aufgemacht, nicht innerhalb der ersten 2 Wochen nach Saisonende, sondern dann, als sie sich wieder eingeloggt haben, nämlich nach dem PvP-Patch. Und da war leider schon die Truhe überarbeitet, dass da die Titel drin sind für die 14. Saison. Das heißt, Leute hatten dann plötzlich wieder die Titel für die Saison 13, in der es eigentlich gar keine Titel gab, weil die Truhe schon überarbeitet wurde. Wer jetzt ausgestiegen ist, es ist eigentlich relativ simpel. Öffnet, wenn ihr Truhen bekommt im PvP, die einfach immer ein bisschen später. Vielleicht sind neue Belohnungen drin, die eigentlich noch gar nicht geplant waren. Und damit das jetzt nicht komplett komisch ist, haben sie beschlossen, jeder aus der Saison 13 bekommt seinen Titel nachgereicht. Also im Prinzip war der Titel nie weg. Die eine Saison, in der er gestrichen war, wurde dann nachträglich wieder eingefügt. Das ist, wie soll ich sagen, was so richtig blöd gelaufen ist. Ja. Müssen die jetzt selber alle den Support anschreiben oder machen die das von sich aus? Nee, das machen die automatisch, haben sie gesagt. Okay, ich dachte jetzt schon. Es wird allerdings ein bisschen dauern, steht da. Der arme Support, ja. Ach, Leute. Da freuen wir uns Artists ja wieder, wenn es dann heißt, wir haben ein Ticket geschrieben und es dauert schon 18 Wochen. Also wie gesagt, das ist, das finde ich ist, dadurch, dass es ja wirklich keinen großen Spieleinfluss hat, außer Titel, die sowieso nicht besonders sind, wieder ins Spiel zu schmeißen, das finde ich ist doch einer der lustigeren Fehler aus der ganzen Aktion. Es hätte aber damit schlimmer kommen können. Ich denke, das sagt eher selber was anderes, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich wollen mit ihrem Spiel. Und dass sie auch nicht wissen, was mit ihrem Spiel passiert, wenn sie das auch vornehmen. Ich meine, man kann natürlich wieder jetzt so ein bisschen sich den Aluhut aufsetzen und kann sagen, okay, Expansion existiert nicht mehr, die wollen Season 5 mit Expansion-Sachen reinmachen. Wer weiß, wo die ganzen Leute mittlerweile hocken und was die arbeiten. Genet GW2. Civi hat übrigens gerade geschrieben, dass die Titel schon verteilt wurden. Hätte schon Post.
Am Montag hat er in ihm passt, okay. Das ist wenigstens etwas. Aber ja, ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, man könnte gerade mal in so Gefühl, so alles halbe Jahr kommt ein anderer, Junge, du bist jetzt promotet worden, du darfst jetzt hier PvP machen, was will ich schon ändern? Ja, ich möchte meinen Titel wieder. Okay. Nein, es klingt so ein bisschen danach, da haben wir ja vor 2 oder 3 Wochen schon drüber gesprochen. Eigentlich hätte Ben, glaube ich, gerne die Titel geändert, weil dem die Namen nicht passen und weil die alle zu ähnlich klingen und weil viele von denen wirklich nichts wert sind. Und er hat die Namensänderung anscheinend nicht durchbekommen und dann war der Shitstorm so groß, dass die Titel entfernt wurden, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, scheiß drauf. Er hat ja auch gesagt, die Namensänderungen werden irgendwann noch kommen für die Titel. Also irgendwann wird es eine Season geben, die enthält für dieselben Bereiche plötzlich dann andere Namen und ab da gibt es dann neue Titel, die ihr euch verdient. Du meinst also, die haben nichts anderes gemacht, als Necro zu schwächen, so in der Art und Weise. Eigentlich hat man eher das Gefühl, sie haben nichts gemacht und dann beschlossen, okay, ehe wir wieder einen Shitstorm bekommen lassen, fügen wir es wieder ein. So klingt das so ein bisschen. Ja, genau, aber vorne dran war es ja so genau wegen der Scheiße, was passiert ist. Was können wir da lösen? Wir streichen sie einfach. Das ist so konzeptlos. Ich kann da nicht anfangen, irgendwas zu verändern, ohne zu wissen, wo ich hin will damit. Aber sie wissen nicht, wo sie hinwollen. Das ist das große Problem. Das ist so ein verdammt gutes Spiel, was richtig, richtig mit der Konkurrenz immer noch den Boden aufwischen kann. Aber, ich meine, ich weiß nicht, da muss man wirklich sagen, wir wollen nichts ändern. Wenn Reddit, wenn die Community, wenn Leute wie wir, die nicht unbedingt jetzt so Reddit-proletenhaft sind, wenn die ganzen Podcast-Leute, wenn die alle sagen, hey, wir brauchen bessere Rewards, wir brauchen einen Grund, warum wir im Spiel was machen, wir wollen die neuen Sachen, wir wollen das, das und jenes. Das muss man doch irgendwann mal hören bei denen. Die sagen doch immer, die lesen alles. Das ist wirklich so, man liest es und sagt, nö. Das macht doch keinen Sinn. Vielleicht muss es mal richtig schlecht gehen, damit sie wirklich kapieren, okay, vielleicht müssen wir jetzt doch mal was machen. Bis jetzt kam es immer mit dem blauen Auge davon. Oh, wir hatten schon Situationen, wo du kein blaues Auge hattest. Ja, Theory. Ja, natürlich, klar, aber die kamen trotzdem noch davon, weil sie dann irgendwann im Metz ja dieses riesen Update reingebracht haben, die HOT entschärft hat, zum Beispiel. Oder bei POF später, wo es dann hieß, kriegt er ein bisschen mehr Belohnung, aber so wirklich Problem lösen haben wir nicht, weil wir gucken ja nur in die Zukunft. Uns interessiert ja nur der Weg nach vorne. Ob wir noch hinten mit dem alten Content Spaß haben wollen, interessiert uns alles nicht. Wir wollen das shiny neue Ding da vorne, das Licht am Ende vom Horizont, die Richtung, wo Kralkatorik fliegt, also Norden. Also, das ist mir zu einfach. Ja, ich weiß, ja, ist polemisch ausgedrückt, aber das ist doch, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde es halt teilweise schwer. Ich bin jetzt schon ein Jahr lang im Podcast oder länger. Länger. Und ich bin ja seit 5 Jahren hier bei Guild News. Und was wir hier für eine Sinuskurve haben, ist fantastisch, oder? Geht auf, geil, dann, oh, scheiße, miese Story, Scarlet, boah, Löwenstein, boah, scheiße, haut, hey, geil, scheiße, oh, und hoch und runter. Meta-Events, yeah, scheiße, gut, ich will sie wieder haben. Oh, Rüstung, scheiße, geht nicht. Sigile, verstehst du, das ist doch immer, ich weiß nicht, die machen was Gutes, die Community sagt Daumen hoch, wie das Sanktum, dann heißt, ja, aber das war nur so eine einmalige Idee, machen wir nicht weiter. Dann, hey, wir ändern die ganzen Runen und Sigile, ihr könnt euch hier nicht die Regium-Rüstung herstellen, habt Spaß im PvE. Ja, aber ihr braucht ja trotzdem viel Gold und ein bisschen Random braucht ihr trotzdem, weil RNG ist ja unser Mantra. So, was soll das? Ich meine, ganz ehrlich, das ist doch, ich weiß nicht, bin ich zu einfach gestrickt? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das keiner merkt bei denen. Ich sag ja, ein Haufen Künstler, die da hocken, die einfach machen, was sie wollen. Naja, das Ding ist ja auch bei der Game-Entwicklung, du willst ja immer irgendwie versuchen, etwas Neues rauszubringen und ja, oder ist der TS jetzt weg? Aha, das war der Teamspeak. Okay. Ich probiere jetzt ein kleines bisschen über Kati drüber zu reden, weil ich nicht weiß, ob ich hundertprozentig sagen und man muss halt auch gucken. Teamspeak. Immer wenn ich das machst du absichtlich, immer wenn ich ein bisschen lauter werde, oder? Nämlich am Anfang deines Beitrags. Das machst du absichtlich. Warte.
Ach Mann. Okay. Ruhig, Kathi, durchatmen. Man muss ja bei der Spieleentwicklung auch immer ein bisschen darauf achten. Also man will ja immer auch irgendwie was Neues bringen. Auch wenn das Spiel jetzt schon in dem Fall 6 Jahre alt ist. Auf der anderen Seite steht man damit ja auch in einer gewissen Tradition, die das Spiel einfach mit sich bringt. Und man muss sich in der Spieleentwicklung einfach ausprobieren. Und natürlich gibt es dann auch so ein paar Tendenzen, wo man dann vielleicht dran absehen kann, ob das gut oder schlecht wird, wie dann halt gerade der Markt verläuft. In anderen Spielebereichen orientiert man sich, ne, wo man sich hinorientiert. Aber letztlich muss man immer gucken, wie das dann auch von dieser Kerncommunity aufgenommen wird. Und dann musst du halt reagieren, gerade in einem MMORPG. Das ist ja nicht ein fertiges, abgeschlossenes Spiel, was du auf den Markt wirfst. Also, aber was willst du hinaus? Also, dass man natürlich den Markt ein bisschen hinterherläuft oder versucht, Trend zu setzen, ist ja normal. Ich möchte das normal. Ein bisschen relativieren, dass du das so sagst, so polemisch, da toben sich irgendwelche Künstler aus und machen, was sie wollen. Ich denke nicht, dass die machen, was sie wollen, aber Fehlentscheidungen oder gerade in dem Business lernst du halt einfach dadurch, dass du Versuchskonsequenzen oder Konsequenzen tragen musst für deine Entscheidung. Das ist halt einfach so. Ja, das kann passieren. Das kann auch nach einem Jahr passieren. Und immer wieder, Fehler gibt es ständig, wenn Menschen involviert sind. Aber wenn du nach 5 Jahren immer was Gutes machst, dann wieder alles in die Tonne trittst, dann wieder was Neues machst, wieder in die Tonne trittst und das einfach so weitergeht. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, also dieser Patch, den sie jetzt gebracht haben am Dienstag, das ist doch so richtig ein Schlag ins Gesicht eigentlich, oder? Man hat ja alles besser übrigens. Oh, okay, Marc hat mir gerade ein Video geschickt, der die Möglichkeit mit dem Elementarmagier ebenfalls immun gegen Zustände zu sein, allerdings mit einer komplett anderen Rune. Das ist großartig, stelle ich gerade fest. Es gibt jetzt schon Wetten, die angenommen werden, dass die Rune genervt wird, nicht der Elementar. Nein, aber es ist eine neue Rune, nämlich die Rune of Evasion, die sie überarbeitet haben. Der Elementarmagier kriegt jedes Mal Regeneration, wenn er Swiftness, also wenn er Eile bekommt. Und jedes Mal, wenn er Regeneration bekommt, entfernt er einen Zustand. Und mit dieser neuen Rune of Evasion, mit der er bei jeder Ausweichrolle, was stand da gerade dabei? Ich will jetzt nichts lügen. Achso, genau. Jedes Mal Eile, wenn man ausweicht. Und zwar, wann immer man einem Angriff ausweicht. Das heißt, mit einer Ausweichrolle weicht man mitunter ja mehreren Angriffen aus. Also wenn da Evaded steht, ist es dann halt ausgewichen. Und so kann er mit einer Ausweichrolle sich gleichzeitig 6 Zustände auf einmal entziehen. Und in einem Kampf mit einem Necro sieht das dann teilweise sehr, sehr lustig aus, wenn er mal anfängt auszuweichen. Also es scheinen einige Stellen zu sein, an denen neue Runen ziemlich kaputt sind. Ja, da scheinen einige PTR Dinge nicht her, oder? Also ganz ehrlich, das geht so nicht weiter. Die müssen dann wenigstens ein paar PvPler oder irgendwelche Leute haben in so einem Programm, wo sowas testen. Das geht ja nicht. Ich meine, wow. Es ist witzig, aber auch irgendwie traurig. Es ist unheimlich traurig. Also das Video kommt von dem lieben Chat. Der ist doch dann unbesiegbar, oder? Nicht unbesiegbar, aber er ist halt nahezu immun gegen Zustände. Wann immer du ausweichst, ziehst du dir halt mitunter sehr, sehr viele Zustände runter. Und noch lustiger wird das halt in Teamfights, wenn du Verbündeten halt Regeneration gibst. Ja, wie gesagt, passiert ja das Gleiche. Also du kannst dir permanent Zustände runterziehen. Ja. Die Frage ist halt, ne, nerven sie jetzt auch den Ele? Oder nee. Nerven sie die Rune? Ist ja kein Necro, ne? Ja, mach einen Reroll, ganz ehrlich. Ich bin sehr gespannt, was da noch für lustige Interaktionen kommen. Am Donnerstag. Nein, sie werden halt keinen kompletten Reroll machen. Niemals. Sie werden halt einfach die Runen zurücksetzen. Das, ja, ja. Also die Änderung. Nicht jetzt den. Nicht das alles. Oh mein Gott, was meinst du, was der Support dann? Ich habe so, wie er ist. Ich hab die Magie gezogen. Vergessen. Was hat Eisert da gerade geschrieben? Adgate News Homepage. Was? Ich bin mir gerade nicht sicher, Ice Hunter, was du mir sagen möchtest. Aber danke. Oh ja, gut.
Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein kleiner Einwurf von Marco gerade, was das Thema mögliche Fehler und sowas angeht. Ich meine, das sind natürlich, also ich sehe ein, dass nicht jeder sofort auf die Idee kommt, dass das lustige Interaktionen sind, die man irgendwie haben könnte, wenn mehrere Trades ineinander greifen. Aber trotzdem muss man, glaube ich, wenn man das Spiel kennt und versucht zu balancen, zumindest mal auf die Idee kommen, ein bisschen was auszuprobieren, oder? Also, ich glaube, so, da fehlt es an Manpower einfach für das Ganze. Wenn das wirklich ein Einziger macht. Ich meine, klar, die haben er kann Tester, nicht alles machen. Aber wer weiß. Brauchen. Wenn wir nächste Woche einen Trailer bekommen, dann sitzen die gerade und testen was anderes. Ist so. Ja, es kommt übrigens wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr dazu im Laufe des Wochenendes. Und wirklich, da Dunkelweit recht, es ist halt total blöd, dass sie diese Änderungen immer bringen und dann eine Season direkt starten oder eine Balance-Änderung mitten in der Season bringen. Das zerstört das natürlich wirklich, dann wieder den kompetitiven Ansatz des PvPs. Mhm. Das machst du dir halt damit selber so ein bisschen kaputt. Das ist ja wieder mit der Furcht verbunden natürlich, wo die ganze Zeit nichts im PvP passiert. Jetzt kommt was Neues, jetzt wollen sie das gleich pushen. Ja, ach, keine Ahnung. Die brauchen einfach Tester für sowas. Es gibt einen Grund, warum Blizzard halt einen Test-Server einfach hat für sowas. Ich meine, du musst halt keine Episode testen, dafür gibt es ja auch Content-Creator, die ja dann einfach da mal in München sammeln geht gemeinsam. Du glaubst doch nicht, dass wir Tester sind. Also wir können nicht mal ansatzweise das leisten, was eigentlich... Das war auch ein bisschen Sarkasmus, Alex. Achso, okay. Nein, aber irgendwer fasst das hier gleich wieder falsch auf und möchte da irgendwas reininterpretieren. Wir haben für eine begrenzte, sehr, sehr begrenzte Zeit kurzzeitig Zugriff und das so kurz vor dem Patch, dass alle Änderungsvorschläge, die wir machen, maximal in dem Hotfix, der in der Nacht kommt, eine Rolle spielen und nicht mal im Vorfeld für den Patch. Also es ist nicht so, als ob wir jetzt da wirklich Einfluss drauf hätten, was passiert. Nur ehe da jetzt dank Sky irgendwelche Gerüchte sich breit machen. Und glaub mir, Sky, es gibt Leute, die da versuchen, Gerüchte draus zu machen. Das gibt's leider immer im Netz, was soll ich machen? Ja. Gut, das Einzige, was wir sonst noch zu dem Patch sagen können, ehe wir uns da komplett drin verlaufen, ist, es gibt eine neue Schwarzhilfentruhe. Yay! Mit Wüstenkönig-Thron. Hast du dieses wunderschöne Reddit-Bild? Das du mir gepostet hattest. Bitte mach dieses Reddit-Bild rein. Und dann ich finde, das Reddit-Bild ist ziemlich, ziemlich unfair, aber ich mache es. Ich weiß. Aber weil ich persönlich den Doom-Thron immer noch schöner finde. Ja, schön. Doch, es ist natürlich schon ein bisschen polemisch von demjenigen, der es gemacht hat, aber es trifft halt aber auch einen Nerv. Deroir hat es ja auch gepostet, soweit ich weiß. Ja, aber der Punkt ist, also die Idee dahinter ist halt, ne, es wird von Step zu Step besser. Mhm. Und das ist halt hier nicht der Fall. Weil ich persönlich finde den normalen Stuhl nicht besser als den Doom-Thron und auch den Wüsten-König-Thron nicht besser. Ja gut, es ist halt Geschmackssache vom Design, aber so ein Goldhaufen auf den Boden hingeklatscht, im Gegensatz zu diesem ägyptischen Thron mit keine Ahnung, irgendwas. Das ist halt schon ein Unterschied. Ich meine, ob er jetzt schön ist, ob du das jetzt haben willst, das ist jetzt mal persönlicher Geschmack. Das lass mal außen vor. Aber wenn sowas ist zum Beispiel auch ziemlich gefährlich, wenn du sagst, wenn du Leuten von den Mikrotransaktionen erzählen willst, von Guild Wars 2, und dann siehst du sowas, oder was kann ich im Spiel erreichen? Und dann guckst du das so an, denkst, okay, Raiden ist hart, und hier, boah, so viel Sachen, und dann muss ich Tokens sammeln, und hier, dann kriege ich sowas. Und für Geld kriege ich, what the fuck ist das? Darum geht's so ein bisschen. Und da ist schon ein wahrer Kern dran. Wir GW2-Spieler sehen es etwas anders, nicht ganz so tragisch. Aber es ist doch so, die Reward-Struktur im Spiel bleibt schlecht. Das ist ja unser Dauerthema im Podcast. Also ich finde, gerade diese Throne haben eine Reward-Struktur eingeführt, die wir brauchten, oder nicht? Ja, was und den Doom-Thron kann man dafür verkaufen, was dämlich ist. Der hätte nie verkaufbar sein dürfen. Gut, einfach. Das ist ein Punkt, wo ich dir recht gebe. Der Doom-Thron hätte nicht verkaufbar sein sollen. Aber selbst dann haben Leute Möglichkeiten gefunden, sich den zu kaufen. Was glaubst du, wie viele Leute den anderen Thron geholt haben? Ja, aber die müssen trotzdem durch den Raid gehen, haben sie halt viel Geld. Aber das ist trotzdem noch, sag ich mal, Content wenigstens mal anschauen. Es ist ein Unterschied, wenn du gar nichts machst und einfach nur. Und da möchte ich auch nochmal auf diesen Podcast mit Wooden Potatoes und Mighty Teapot und Deoir. Und ich glaube, wie hieß der? Boons?
glaube ich. Keine Ahnung. Boots hieß er, genau. Will ich auf den Podcast nochmal verweisen, weil dann hatten sie auch ein bisschen über die Zukunft von GW2 geredet und hat natürlich auch das Thema Raid eine richtig Hardcore-Diskussion. Alter, ja, gut, die kommen ja aus dem Bereich. Ne? Ja, aber es war schon interessant und eins der Dinge, das halt immer wieder angesprochen wird, ist halt einfach die Reward-Struktur. Hm. Ich meine, wenn du sowas wie einen Drohnen im Raid hast, das ist geil, wenn du das haben willst, raide. Wenn du aber im Spiel andere Möglichkeiten hast für Dinge, wo du so bekommen hast durch das Geld und wow, das sieht halt schon geil aus. Ich möchte gerne ein Bild haben, wo der Doom-Thron direkt neben dem da steht. Ich finde, der ist auch um einiges größer, also von der Höhe her jetzt mal ganz davon ab, dass da auch noch zwei weitere Statuen daneben sind. Aber die Details, die halt da drin sind, weißt du, die Statuen, das Ganze, die Partikeleffekte da hinten, wie das hochleuchtet und so, du merkst halt schon, dass GameStore-Items eine richtig hohe Qualität haben. Ja, aber das stimmt ja nicht. Du siehst ja das andere GameStore-Item, das war einfach nur ein hingeklatschter Stuhl. Was? Das ist so ein toller Stuhl. Den hättest du. Den roten davor. Den einfachen roten Stuhl, das ist einfach nur ein Stuhl. Hättest du wundervoll rückwirkend zum Beispiel jetzt für den alten Raid machen können, hier dafür, für Weißer Mantel Raid. Aber so ein klassischer Stuhl, der abgesehen davon, dass er zwei, drei Schnörkel an den Seiten dran hat, so auch schon im Spiel drin war, als. Trotzdem besser aus als so ein hingekackter Goldhaufen. Den kriegst du nur im Raid. Wie gesagt, da stimme ich halt mit dir einfach nicht überein, weil der hingekackte Goldhaufen hat halt was sehr, sehr Eigenes. Du findest halt nichts, was so aussieht im Spiel. Du kannst dich nirgendwo in einen Heuhaufen oder sowas setzen. Es gibt doch einen Heuhaufen bei Halloween, kannst du einen Heuhaufen kaufen, wo du drauf sitzt. Das sah ähnlich aus wie das Ding, halt ein bisschen mit mehr Heu und mit da gab es sogar einen Halloween. In der normalen offenen Welt, während du halt in der normalen offenen Welt Stühle hast, die sehr, sehr ähnlich dem GameStore-Stuhl sind. Ein Stuhl sieht so aus wie der weiße Mantelstuhl hier. So ein Ding, das wäre ein Raid-Reward gewesen. Hätte man rückwirkend reinmachen können und schon wären die Leute wieder da in die Bastion gelaufen. Oder, nee, nicht in Bastion. Wie hieß das wieder da, der dritte Raid? Der Wing. Was, der weiße Mantel-Ding. Oder mit Sarah und so und sagt, da hätte ich zum Beispiel so was nachwirken, nochmal so ein Reward reinmachen können und dann die Leute, okay, ich will diesen Stuhl haben und dann hätten sie das laufen können und schon hättest du den Raid wieder interessant gemacht. Es ist halt leichter einfach zu sagen, unterstützt uns mit dem Spiel und hier Echtgeld oder farmt halt Ishtan wochenlang. Das ist ja nicht mal ein Echtgeldstuhl, sondern das ist ja das Schlimme, ein Schwarzlöwenstuhl. Schwarzlöwentruhen sind niemals fair zu euch. Denkt da immer dran. Das Ding zu bekommen ist halt der neue, Glück. Oder? Ich rede ja noch von dem Bifor-Games, den Blutstein-Ding. Oder ach, ist der den, auch? Ja, okay. Gut, der neue, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Das geht nur mit wieder halt Glücksspiel und so weiter, ja. Gegen Echtgeld ist das sogar noch schlimmer. Aber gut. Ich weiß nicht, das ist halt. Ach, das ist die ewige Diskussion. Ganz ehrlich, denn die nächste Episode jetzt kommt, da sind die Leute wieder gehypt und nach einer Woche heißt es, ich habe alles wieder durchgespielt und es gibt nichts mehr. Kein gescheites Meter von neuen Karte, da sind wieder Bugs. Warum soll ich noch den Content spielen? Ich kann eh wieder nichts verdienen. Gehen wir zurück nach Ishtan. Punkt. Wie gesagt, genau du machst dir das gerade, finde ich, persönlich zu einfach. Aber ich will diese GameStore-Diskussion nicht wiederführen und auch nicht Diskussion darüber, dass man sich das theoretisch über Gold verdienen kann. Da kommen wir nicht weiter. Das ist ja das, wo wir ständig hängen und niemals rauskommen werden aus dieser Diskussion. Ich sehe das ganze Zeit anders und ich finde, der Stuhl ist prunkvoll, keine Frage. Aber du musst echt mal mehrere Spiele spielen einfach. Ja, ich habe jetzt aufgrund eines beruflichen angefangen, zwei, drei Spiele spielen zu müssen. Und diese Spiele sind eine Katastrophe, was Store und Pay-to-Win angeht. Ja, ich sollte mal so in zwei, drei Games einen Blick reinwerfen. Und das ist eine Katastrophe. Wirklich. Da habe ich Guild Wars 2 kurzzeitig wieder lieben gelernt. Wie gesagt, also, ne? Ihr habt den Thron alle gesehen, den Wüstenkönig-Thron. Er ist größer, auf jeden Fall, als der Doom-Thron. Nur ein bisschen. Wie gesagt, zufällig versteckt in der Schwarzwürmentruhe. Ich hatte jetzt bei meinen 25 Truhen Glück. Sehr, sehr großes Glück. Ich glaube, das war die beste Truhenöffnung, die ich jemals hatte. Wenn ihr euch das also noch anschauen wollt, schaut da unbedingt mal in unser Video hinein. Ja, möchte noch jemand was zu dem Thema Truhe sagen? Den restlichen Überarbeitungen oder sowas? Ja, mit da reingekommen sind über 600 Exos, die man jetzt kriegen kann. Oder worauf willst du jetzt hinaus? Was möchtest du noch genau, gerne hören? Genau, das hätte ich gerne gehört, ja. Ah,
guck mal. Genau, das ist mit alles reingekommen. Ich habe gerade ein Buch aufgestellt, um das Mikrofon oben zu halten. Das Buch ist mir jetzt umgekippt. Oh. Ich kriege das nicht gefixt hier. Also, die Schwarzlöwentruhe heißt jetzt kampferfahrene Truhe. Dann gibt es jetzt zusätzlich nämlich immer auf jeden Fall dieses kampferfahrene Kit, wo, oh, was war da jetzt nochmal drin? Buffhut, ne? WVW-Buffhut, oder? Oh, diese Truhe, diese kampferfahrene Truhe ist sehr, sehr merkwürdig. Also sie enthält erstmal wieder Gegenstände, die man einfach so verkaufen kann für Gold. Genau. Durchschnittlich 1,25 Gold, um genau zu sein. Zumindest bei meinen 25 Truhen waren das durchschnittlich 1,25 Gold. Dann enthielt sie Fortschritt für PvP und WVW-Belohnungspfade und zwar gleichzeitig. Also diese Tränke, die man sonst im PvP zum Beispiel bekommt, dafür gleichzeitig. Und sie enthält 2-4 Rationen Buffhut. Jawohl. Genau. Dann ist weiterhin noch enthalten der gesandten Sensenstab. Zurückgekehrt ist der wilde Magie, Rucksack und Gleitschirm. Wilde Magie, Rucksack, Gleitschirm-Kombo. Dann haben wir jetzt die Wüstenkönig-Waffensammlung und die Phönix-Waffensammlung ist auch immer noch drin von den Wüstenkönigen, Wüstenkönig-Waffensammlung. Furchtbares Wort. Hast du ja auch, ich glaube, 6 oder so gezogen, ne? Sogar recht schöne Skins. Ich habe 3 Wüstenkönig, weil wir wollen mal nicht ganz übertreiben. 6 Bonusgegenstände waren es insgesamt. Ach so, rum war das, okay, genau. außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine ungenutzte Version der Glyphe der Ergiebigkeit oder des Kräuterkundigen zu ziehen. Das sind die Glyphen, die man sich auf die Abbauwerkzeuge draufpacken kann. Und einlösbar gegen Schwarzlöwenfigürchen habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Juwelenbesetzten, das Juwelenbesetztes Karabäus-Paket, beim Deutschen ist das furchtbar, euch zu holen oder auch das Mini-erweckte Reittier-Paket. Außerdem gibt es dann noch den Schakal-Welpen-Rucksack. Also wer sich einen kleinen Wauzi auf den Rücken schnüren möchte, kann das via RNG versuchen. Dann sind jetzt ein paar Sachen aus dem Gemshop raus, zum Beispiel das Grand Ornat, was ja eine Zeit lang jetzt drin war, ist jetzt aber dann in diesem bei den Schwarzlöwen Figürchen drin, genauso wie Balthasars Ornat, Rainers Ornat, die Abaddon-Maske, die Glinden-Maske, die grüne Maske und die purpurrote Maske. Genau. Das ist da jetzt alles noch mit drin. Wie gesagt, dann noch der kurz andiskutierte Wüstenkönig-Thron. Ja, aber alles in allem scheint sie sich ja doch zu diesen lohnenswerteren Waffen Truhen zugehören. Ne? No? Ja. Also 1,25 Gold ist zumindest besser als diese komischen saisonalen Reittier-Minis, ja, die man da bekommt. No? Genau, der Truhen. Aber das Buffhut muss man halt, ja, muss man halt fairerweise sagen, ist halt das Buffhut, was man aus diesem permanenten Mobilversorger bekommt, was halt 5 Ehrenabzeichen kostet. Mhm. Also das für das Buffhut macht das überhaupt keinen Sinn. Die Reward-Tränke hingegen sind tatsächlich großartig. Aber der Schlacht. Richtig mitbekommen habe, wenn ich das richtig im Kopf überschlagen habe, braucht ihr etwa 80 Truhen und ihr hättet mit Instant eine Gabe der Schlacht fertig. Nicht, dass ihr das deswegen jetzt machen sollt. Ihr könntet aber gleichzeitig noch einen PvP-Belohnungspfad aktivieren und 3 Dungeon-Waffen und 1 Dungeon-Rüstung aus der ganzen Sache rausziehen. Oder eine Chark-Waffe, wie ich das immer mache. Also zumindest da besteht ein bisschen Potenzial, da auch Gold rauszuholen und so ein paar nervige Dinge zu umgehen. So Sachen, auf die man keinen Bock hat, zum Beispiel. An sich ist die Truhe so, also sie gehört zu den, ich sag mal, sie gehört ins obere Drittel der Truhen, was das Thema es lohnt sich angeht. Die vorherige Truhe war ein ganzes Stück stärker. Ja, und Halloween. Wintertag müsste, glaube ich, wieder, wobei ich das Gefühl habe, es wird diesmal eng mit einer Wintertagstruhe, ne? Die müsste ja quasi schon im nächsten, wobei sie haben auch Halloween. Oh. Also eigentlich liegen immer 6-10 Wochen dazwischen. 6 Wochen wären jetzt, glaube ich, schwierig mit einer Weihnachtsruhe. Dann gibt es eine Neujahrsruhe. Das könnte durchaus sein, ja, dass sie da was machen. Mit Glück, was jeder braucht.
Wozu man aber recht hat, er findet es toll, dass inzwischen die RNG-Items irgendwann bei dem Figürchenhändler landen. Das heißt, man kann schon an die Gegenstände kommen, wenn man das irgendwann möchte. Das stimmt, ja. Das ist der Fortschritt der Schwarzlöwentruhe im Vergleich zu dem, was sie früher mal gewesen ist. Und vielleicht auch irgendwann der traurige Grund, warum das nicht unter irgendein Glücksspielgesetz fällt, wobei ja in Belgien das Ganze immer noch deaktiviert ist. Nach wie vor, ja, das ist richtig. Aber es sind übrigens, Zion hat es gerade durchgerechnet, 66,66 Tränke. Also ihr braucht 67 dieser Tränke oder 66 und macht eine WVW Daily. Und dann habt ihr eure Gabe der Schlacht. Na, ob der durchgerechnet hat, der hat doch bestimmt gekauft. Der Süchtel. Er hat 300 Punkte und du brauchst 20.000. Das traue ich ihm doch zu, dass er 20.000 durch 300 rechnen kann mit einem Taschenrechner. ja, dann gab es noch einen kleinen Itemshop-Watch. Mit da drin der neue Rabenhelm und der neue Rabenüberwurf. Überwurf, genau. Ein Kopfteil und ein Schulterstück. Alles neue heute, ne? Oder diesmal? Ja, die beiden sind neu, genau. So, da sehen wir, wie Eglis sich die gerade organisiert. Ja. Die Schultern sehen ja gar nicht mal so schlecht aus. Die Maske würde ich aber niemandem antun. Die Maske ist ja fürchterlich. Das ist generell das Problem bei Guild Wars 2 mit den Kopfbedeckungen, ne? Entweder hast du keine Haare. Oder du hast einen Schnabel. Und Federn. Aber ich muss sagen, so als Schulterteil, also du darfst es halt dann nicht als Federkleid sehen, sondern so ein bisschen als irgendwie federiges Halstuch oder sowas, da sieht das gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich, wenn du das gut kombinierst. Aber den Kopf finde ich fürchterlich. Oh, versuchst du dich gerade in Fashion beraten? Ich versuche mich gerade in Fashion Wars, ja. Wenn ich wäre dann, ja. So leicht bringt man gerade die aus dem Konzept. Ja, das... Ja, was ich halt dann nach wie vor so schade finde, ist, dass du bist da halt auch schon wieder so ein bisschen eingeschränkt, ne? Also... ist halt irgendwie, also mal was Schönes für die leichten Klassen oder so, oder was nicht ganz so massiv auf dem Kopf ist und kein Monokel ist. Ich finde es auch cool, dass du die Federn färben kannst. Da kannst du da echt was draus machen, oder? Ja. So ein bisschen Eiskönigin-mäßig und dann so. Kannst du das doch mal den dich dann damit auf den Raptor-V setzen? Hast du was einen Link geschickt? Wo? Im Stream. TS. Im Stream. Ach Gott, ach da, Imgur. Aha. Bin ich der Einzige, der im ersten Moment dachte, dass diese beiden Knöpfe ein lachendes Auge aussehen? Gesicht. Ja, das ist. Komm bei den Googly Eyes. Ja, so ein bisschen, oder? Wenn die ein bisschen tiefer sitzen würden. Nein. Oh, dann wäre das ein bisschen Spiel tiefer nicht mehr sitzen. Ab 12. Oh Mann. Sie kann mir, wenn sie sagt, schau mir in die Augen, habe ich wenigstens. Also wenn ich aus dem richtigen Winkel von oben gucke, dann schaue ich ihr in die Augen. Ich glaube, jetzt hat Kini ja gepostet und die macht ja immer die Googly Eyes und ich glaube, es ist Dalfi, oder? Ja. Das mit dem weißen Hintergrund Dalfi. Könnte durchaus sein, ja. Dalfi hat keinen Geschmack, was Farben angeht. Aber es fällt auf und das ist das, was es in dem Moment soll. Ja, zurückgekehrt ist das erweckte Reittierpaket, falls ihr das noch kaufen möchtet. Und der Aufwertungsextraktor wurde im Edelstein-Shop dauerhaft im Preis gesenkt. Genau. Ist ja jetzt auch ein bisschen nützlicher geworden. Definitiv. Vor allen Dingen, weil man die Sigille und Runen jetzt auch verkraften kann. Ja, das Ding ist halt, ne, wenn ich eine tatsächlich rausholen will, zum Beispiel wenn die Hohlbrack-Rune demnächst 30 Gold wert ist, dann lohnt es sich plötzlich für 250 Gold so Extraktoren zu kaufen. 250 Edelsteine. Spannend, wenn man das dann nur macht, um die Rune zu retten, ne? Oh Mann. Ich hoffe, dieser Tag wird nicht kommen. Ein bisschen Angst davor habe ich aber jetzt. Beschrei es nicht. Ja, gibt's noch die Reittierlizenzen günstige? Nee, das Angebot ist ausgelaufen am Dienstag. Genau, das war nur ein kurzes. Ja. Das einzige schon mal, wo ich gesagt habe, da hätte man zugreifen können. Ja. Habe ich auch. Ich habe mir 5 Stück gekauft. Die werde ich irgendwann im Stream mal.
Wie gehört, ne? Irgendwann wird Sky hier im Stream die Lizenzen öffnen. Sowieso, das macht sowieso nur Spaß, wenn Leute zuschauen, wenn man dann flucht. Schnapp mir da Niki und dann sagst du ja, du kriegst das Schlechteste und dann krieg ich wieder diesen Hasen. Noch nichts für meinen Käfer, deswegen. Da ist aber nichts für deinen Käfer drin. Und jetzt, man hat was gespart damit, also von daher war das schon mal gut. So ja, das ist so der Schwabe in dir, ne? Hauptsache du sparst was. Unabhängig davon, ob du es brauchst, aber Hauptsache du hast was dabei gespart. Immer ein Schnäppchenjäger sein. Gut, dann haben wir jetzt letzten Punkt. Eigentlich hast du quasi das Thema Zahlen schon eingeleitet. Mein Spezial. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und man sieht sich dann nächste Woche. Sky, was ist passiert im dritten Quartal 2018? Bam. Ich weiß nur, dass wir neue Quartalzahlen gibt und das war's dann eigentlich schon. Ich habe es ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Ich wollte es noch, aber kam heute nicht dazu. Nein, weil ich wusste, du hältst jetzt sowieso eine halbe Stunde Monolog. Nee, ich will da eigentlich nämlich keinen Monolog halten. Ich will mit dir drüber diskutieren. Was erwartest du denn, was passiert, wenn neue Quartalszahlen kommen? Ja, das gilt, was nach wie vor nicht in den Miesen reingeht. Gut. Okay. Dass die Mobile-Spiele immer besser werden. Aber womit du nicht gerechnet hast, ist, dass Guild Wars 2 in den Einnahmen zugelegt hat im letzten Quartal. Das habe ich gelesen sogar. Da war irgendwas. Genau, da war irgendwas. Ja, das ist total merkwürdig eigentlich. Weil nach HOT hattest du halt so eine wirklich, wirklich starke Kurve nach unten. Es ist ja teilweise im Nichts verschwunden, die Einnahmen. Und bei POF hattest du eine deutlich, also du hattest nicht so ganz eine Höhe, du hattest nicht so einen hohen Hochpunkt, weil POF halt ein bisschen günstiger war und die Verkaufszahlen nicht ganz so krass waren wie bei HOT. Aber du bist danach nicht so stark abgefallen und vor allem, du hast dich gefangen im zweiten Quartal und bist im dritten sogar wieder leicht nach oben gegangen. Und die Einnahmen, und das trotz Ankündigung, weil das war zu dem Zeitpunkt schon, das Quartal lief ja von Juli bis September. Da war schon die Ankündigung raus, A, dass kein Add-on demnächst kommen wird und dass sie mit der Lebendigen Welt Staffel 5 weitermachen. Und es war in diesem Release-Quartal kein Reittier-Paket oder sonstiges Verrücktes, wo man Geld rausschmeißt. Also es gab ein Reittier-Set, aber keine Lizenzen, die verrückt waren. Zählt da noch der Sale mit dazu? Nee, eigentlich nicht mehr, der oder? Geburtstagssale doch aus dem August, der zählt mit dazu, aber der war dieses Jahr so merkwürdig, so inkonsequent. Ich meine, dass POF gütiger war, das ist das letzte Quartal, dann das vierte, oder? Ja, okay, macht Sinn, war letzten Monat. Das mit dem PGW 50, ja. Und vor der zwei, andere drei Sale war davor in dem Quartal, der Bless Refugees Welcome. Vielleicht Bless, ja. Nee, Bless war das vorherige Quartal, dass es nicht so stark gefallen ist. Da haben wir uns alle drüber gefreut. Zum Vergleich nach oben. Übrigens, ja, also, entweder es war der Sommer-Sale, der im Edelstein-Shop war, oder keine Ahnung, Leute. Der war doch grottenschlecht teilweise. Ja, der war so gut die Jahre zuvor. Ich habe keine Ahnung, woher das nach oben kommt. Es gab eigentlich nichts Signifikantes, was das hätte nach oben drücken können. Es ist sehr, sehr spannend, weil wir waren halt zum HOT-Release schon unter 13 Millionen US-Dollar Einnahmen im dritten Quartal nach HOT-Release und sind halt jetzt im dritten Quartal nach POF-Release bei noch 18,5 Millionen US-Dollar. Also gute, oh Gott, ich will jetzt nicht mathematisch, also gute 5,5 Millionen Dollar mehr als das noch zu HOT-Zeiten der Fall war. Und das ist eine ganze Menge, das ist fast Viertel mehr von dem, was sie vorher hatten. Das ist meiner Meinung nach ein extrem gutes Zeichen für Guild Wars 2. Und da können wir uns alle gegenseitig auf die Schulter klopfen, ne? Weil wir sind wahrscheinlich, also die hier zuschauen und die hier sitzen, ich weiß, sind woran das lag. Im August gab es ja. Im August gab es zwar keine Werbung bei der Gamescom, weil das ist ja unnötig, braucht man nicht, aber hey, es gab viel Creative Streams. Ja, Projekt, wo zum Beispiel durch die Decke gegangen ist, hat viel gute Werbung gemacht. Dann natürlich hier der Guild Wars 1, die Art Class. Ja, also ihr habt's gehört, wir Künstler. Sky hat das quasi im Alleingang im gemacht. Im Team, ne? Natürlich. Hallo, ich war nicht allein nicht. Niemals. So, ich bin nicht du, Alex. Hallo, ich habe auch ein super Team hinter mir. Das ich immer wieder lobe. Also ja, gutes Zeichen für Guild Wars 2. Generell auch ein ganz gutes Quartal für NCSoft. Längst nicht so stark übrigens wie das dritte Quartal 2017. Da war nämlich der Lineage Mobile Release. Und wer sich da so ganz kleines bisschen dran zurückgeändert,
der wird wahrscheinlich so ein Flashback haben, dass das Spiel einfach jeglichen Rahmen gesprengt hat. Was man nämlich bei diesem Sales Breakdown, es kaufen so unglaublich viele Leute gerade bei Instant Gaming Edelsteine bei uns. Ich sehe zum ersten Mal, habt ihr das schon mal vorher gesehen? Nein, ich habe mich den vorhin auch Alert? Schon gewundert, warum da auf einmal dieser Alert so halb im Bild drin ist. Ich hatte das mal vor Jahren eingestellt, aber der ging nie. Ich habe mich immer gefragt, jetzt scheint er zu gehen. Also dankeschön, dass ihr Edelsteine bei uns kauft. Instant Gaming ist übrigens klasse. Was kauft ihr eigentlich? Wenn ihr übrigens auch was anderes als Edelsteine jetzt kauft, dann sehen wir das auch im Stream, wenn ihr da Lust zu habt. Also, ne, nur um das einmal kurz zu verdeutlichen, diese Balken sind nicht also sie sind nicht vergleichbar untereinander. Also der Abstand ist vergleichbar, die Relation innerhalb einer Grafik, aber du kannst nicht die Mobile-Game-Grafik mit der Guild Wars 2-Grafik vergleichen. Weil hier sprechen wir von 551 Milliarden koreanischen Won, die umgesetzt wurden. Hier unten bei dem eigentlich deutlich höheren Balken nur von 34 Milliarden Won, die eben Guild Wars 2 umgesetzt hat. Und da sieht man einfach, welchen unglaublich großen Einfluss Lineage Mobile hatte auf die Einnahmen von NCSoft. Und wir haben jetzt das erste Quartal, in dem nach einem langen Absturz die Einnahmen auch hier mal wieder leicht nach oben gegangen sind in dem Mobile-Games-Bereich. Lineage 2 hatte Jubiläum, ist deshalb, oder hat Jubiläum jetzt demnächst, hat dementsprechend wieder einen leichten Zuwachs in dem Quartal gehabt. Der Rest ist minimal nach unten gegangen. Insgesamt ist aber NCSoft extrem zufrieden mit dem, was in ihren Spielen passiert. Und spannender ist eigentlich ihre Aussage, die sie danach getroffen haben, nämlich der Satz, sie sind der Meinung, dass MMORPGs super auf dem Handy funktionieren, also im mobilen Bereich. Und sie planen aktuell Blade & Soul Mobile, Lineage 2 Mobile, eine Aion Mobile Version und während sie an Blade & Soul 2 arbeiten, arbeiten sie nebenbei auch an Blade & Soul 2 Mobile und wollen das als erstes Spiel tatsächlich kombinieren. Dass es quasi gleichzeitig released wird. Die normale Version, die PC-Version und die Mobile-Version. Das heißt, im Hintergrund wird an 5 mobilen Versionen von MMORPGs gearbeitet von NCSoft. Beziehungsweise an 4 und Lineage Mobile haben sie halt draußen. Und das finde ich ziemlich, ziemlich krass. Macht Sinn. Im Zeitalter, wo Diablo jetzt auf Handy erscheint. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ja, natürlich, das muss ja sein. Du, das ist einfach toll. Du machst halt einfach ein Gameplay, das macht am Anfang Spaß, danach geht's nicht mehr weiter und dann gibst du so viel Geld aus, bis zum geht nicht mehr. Und die freuen sich über Millionen Einnahmen und alles ist toll, so funktioniert. Weil darum geht's. Aber ist das tatsächlich, also geben die Leute wirklich so viel Geld im, ja, im Mobile-Sektor aus? Ich kann mir das immer noch nicht, also oder trifft das einfach nur mehr Leute? Das ist das, was mich interessiert. Eine Fanseite mit dem Sponsor. Wie viele Leute kaufen gerade Games bei dir? Ja. Viele, wo das einfach machen. Wie viele davon mobile? Ja, das ist noch viel größer. Du hast es, es kostet nichts. Du spielst es einfach und wenn dir das gefällt, sagst du, ach, ich investiere hier mal so einen Fünfer oder mal ein paar Euro hier. Ist ja kein Problem, ist ja kostenlos. Und du verlierst den Bezug dazu einfach. So, heutzutage schreien die ganzen Gamer rum, oh, ich gebe nicht 70 Euro für oder Dollar für ein neues Videospiel aus. Das ist mir nicht wert. Die aber ein Handy spielen, dann geben sie 120 bis 200 aus. Und das interessiert die nicht, weil es lauter in kleinen Dosen ist. Und deswegen funktioniert ja, genau, also Mobile. Das, aber mich würde halt wirklich interessieren, geben die Leute mehr aus oder sind es einfach nur mehr Leute, die zum Ausgeben? Ja. Da kommt immer drauf an, wie erfolgreich so ein Spiel natürlich ist. Da hatte ich heute im Institut ja die sehr, sehr schöne Diskussion und die Quintessenz, die mir da sehr so schön im Kopf geblieben war, dass ein Kollege erzählte von einem Jugendlichen, der fest davon überzeugt war, wenn er 10 Euro in das Spiel investiert und dann etwas zurückbekommt, auf welche Art und Weise auch immer, was dann einen Wert von 11 Euro hat, hat er damit 1 Euro Gewinn gemacht. Dass das aber nie wieder wow, irgendwie aus dem Spiel rauskommt, dafür ist überhaupt kein Bewusstsein da. Die haben dann, also das ist, scheint wohl tatsächlich irgendwie so ein verkürztes Denken zu sein. Also das ist dann halt so diese Falle, ne? Hey, du investierst nur so und so viel, kriegst aber das ist genauso wie mit Reduzierung heute, ne, in den nächsten 12 Stunden, dann fängt auf einmal der Timer einzulaufen, musst du nur 3,95 Euro bezahlen anstatt 5 Euro für XYZ. Ja. Ja, das kann und das sind halt Kleinstbeträge, ne? Microtransactions. Wenn du halt noch ausnahmsweise ein gutes Spielprinzip, weil das eigentlich ziemlich viel Spaß macht,
Aber du kannst nicht weiter, weil du wieder eine Energie brauchst oder irgendwas, damit du halt einfach weitermachen kannst. Dann kaufst du dir halt auch einfach irgendwas. Mhm. Es ist kein AAA-Spiel. Also die haben keine AAA-Grafik. Das heißt, du brauchst auch nicht irgendwie dieses Motion Capturing und viel Voice-Work oder sonst was. Du kannst auf jeden Fall mit minimalem Aufwand maximal rausmachen. Also Voice kann ich mir so gar nicht vorstellen bei einem Game unterwegs, weil meistens habe ich ja dann wahrscheinlich eh den Ton aus. Du kriegst schon Monster-Kill mit großen Zahlen und gut und ja, yeah, und irgendwann hast du immer so eine sexy Frau, die noch redet, dann passt das. Hm. Ja, viel Text ist da. Also viel Sprachausgabe ist da definitiv nicht nötig. Wie gesagt, ich habe ja mal Lineage Mobile damals ausprobiert auf meinem Handy. Und war ja schockiert, wie unglaublich langweilig und öde das war. Also wirklich, wirklich langweilig und öde. Es sah grafisch sogar nicht mal schlimm aus. Es spielte sich auch gar nicht schlecht. Also ich war überrascht von der Steuerung. Ich hätte mir damals halt nicht vorgestellt, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich so spielbar ist unterwegs als MMO. War davon positiv überrascht, aber mich hat es halt so schnell gelangweilt, weil auch wenn du halt unterwegs spielen kannst, schlechtes Gameplay bleibt halt schlechtes Gameplay. Ja, aber wie es der Chat hier auch schreibt, das ist, Handy hast du halt immer dabei und du kannst halt die ganze Zeit aber spielen und genauso funktioniert. Außerdem musst du bedenken, Handyspiele, diese Mobile-Spiele von großen Marken, wir sind nicht die Zielgruppe. Wir sind den Aktionären und den ganz großen Publishern eigentlich völlig egal. Wichtig sind halt diese, ja, deine Mutter zum Beispiel. Oder dein Schwager. Gut, Schwager geht nicht, aber du weißt, was ich meine. Deine Verwandtschaft, deine Freunde, deine Vereinsmitglieder, keine Ahnung, die Casual-Spieler, die mit Gaming nicht so viel anfangen, die aber ein Handy haben und denen einfach vielleicht mal langweilig ist und dann was ausprobieren, ja, weil sie es von irgendjemand gesagt bekommen haben. Also, dass da halt solche Spiele wie Angry Birds funktionieren oder was spielt meine Schwester da? Das ist typische Handyspiel. Wenn ich Handyspiel sage, sagen meist Leute immer irgendwie einen Namen und das nie gespielt. Und so ein kleines Rätsel. Ja klar, weil es ein einfaches Spielprinzip ist, das süchtig macht und das funktioniert. Aber ich glaube, das hattest du dir auch kaufen müssen. Das war nicht umsonst, glaube ich. Bei der Milliarden von denen. Wenn ich mir gerade zum Beispiel, das ist Blade and Soul, oder was du hier zeigst? Nee, das ist Lineage Mobile, das ist das, was 500 Milliarden Won, also so ähnlich aus wie Blade and Soul, 800 Millionen Dollar Umsatz im Quartal hat. Also mehr wahrscheinlich als World of Warcraft. Das ist das, was das neue Diablo ja auch sein wird. Du hast ein bisschen ähnliches Gameplay wie das Ganze, du hast eine Steuerung, die funktioniert und du kannst halt zwischendurch einfach mal für ein paar Minuten spielen, metzelst hier rum, das Ganze wird halt optisch so angepasst, dass du dann halt auch immer das Gefühl hast, yeah, da geht was ab. Und ja. Da schätzt das nicht, das funktioniert einfach nicht. Crush, das ist halt einfach die Zukunft vom Gaming und das ist auch das, was halt die großen Publisher versucht haben, letztes Jahr auch in die AAA-Entwicklung einfach reinzubringen. Den ganzen Lootbox-Scheiß zum Beispiel. Das ist auch nur so ein Teil davon, was es hier zum Beispiel mit den Free-to-Play-Spielen gab. Und ja, wie gesagt, da ist halt minimaler Aufwand. Also, Ich glaube ja auch, dass es Designer gibt, die sagen, wir machen ein gutes Handyspiel und die nehmen sich's vor. Aber dann kommt halt wieder da der BWLer und sagt, ja, aber das muss raus und hier den Spaß bitte beschneiden und hier, wir wollen Geld verdienen, du willst deinen Job doch behalten, oder? Und, ja. Ich spreche ein bisschen negativ ausdrücken, aber so ist die Welt heutzutage. Keine Ahnung. Das möchte ich nicht glauben, dass es so negativ ist. Ich kann mir gut vorstellen, so ein Guild Wars 1 Mobile kann ich mir gut vorstellen. So mit dem Stil, also mit Guild Wars 2 Touch und den Rassen, ganz klar. Weil das alte Zeug will man nicht mehr, man will das neue Branding haben. Aber du könntest trotzdem so ein ähnliches Prinzip als Guild Wars 1 Login, so ein Mobile einfach reinmachen. Also es passt besser als ein normales MMO. Schon verschiedene Helden, die du einfach mitnimmst, dann kannst du einen Dungeon aber dann so dritt machen. Aber die Frage ist halt, ist wirklich MMO RPG das, was ich auf dem Handy möchte, Kati? Ja. nein, halt, du meinst allgemein oder uns jetzt? Entschuldigung. Nein, also ich bin halt so du allgemein willst auf überlegen. Dem Handy, willst du etwas haben, was kurzweilig ist und was dann quasi auch offline dir ein bisschen Progress gibt, wie zum Beispiel, dass sich irgendwelche Leben aufladen, wenn du es gerade nicht benutzen kannst oder dass irgendwelche Ressourcen abgefarmt werden oder so, aber ein MMORPG wirklich exzessiv am Handy, nein. Und unterschätzt das nicht. Also ich sitze an meiner Mutter zum Beispiel, die spielt Farmville. Ich bin schuld, das ist dass kein sie verfarmt. MMORPG. Nein, lass mal ausreden. Und die hat einen Clan gemacht da drin.
Clan mit anderen Frauen, ich nehme mal alle Frauen, meiner Schwester auch noch, und so, und die spielen das und die chatten da drin da und sich gegenseitig die Gegenstände zuschieben, wenn wieder so ein Event ist, wo du nur da ist, um Geld abzuzocken. Und das funktioniert, da entwickelt sich auch so eine leichte, sag ich mal, so eine Beziehung wie bei uns mit den Gilden. Halt ohne dieses Voice und groß, viel privat, aber du hast trotzdem sowas drin. Das ist keine Frage, aber die Frage war ja nach MMORPG. Das hat der nächste Schritt, natürlich. Wenn du unterwegs bist und kannst sowas kurz spielen und dann hast du ein paar Kumpels und machst das, aber das funktioniert einwandfrei. Echt? Ist halt, also das Ganze, was für mich zu MMORPG gehört, funktioniert eigentlich nicht in einem Zug. Also, abgesehen von dem Netzausbau. Ich lass das mal ausreden. Ja, also abgesehen vom Netzausbau, der halt in Deutschland überhaupt nicht ermöglicht, dass ich stabil irgendwas spielen könnte. Ich schaff's nicht mal, stabil eine Serie zu gucken. Kann ich halt weder ein wirklich Spiel mit irgendeiner Art und Weise von Skill spielen, weil die Steuerung ist halt einfach limitiert, sei es nur in der Zahl der vorhandenen Command Skills. Conquer Rivals, E-Sport. Was? Kannst du Handyspiele E-Sport-mäßig spielen? Jedenfalls versuchen sie es gerade. Ja gut, du kannst halt auch Clash of Clans E-Sport-mäßig spielen, aber das ist halt nicht vergleichbar mit einer Castbar, Interrupts und eine Fertigkeitenleiste von 12 Fertigkeiten oder sowas. Brauchst halt nicht viele Talente und andere Sachen, um so kompetitiv was zu machen. Nein, nicht kompetitiv, aber mir geht's ja um das MMORPG-Gefühl, das, was ich habe, warum ich ein Spiel spiele. Und da ist der Schwerpunkt ja darauf, auf der Interaktion mit anderen Spielern, Gilden im Prinzip. So, ja, aber das klappt doch auch. Also okay, das ist natürlich, lass mich kurz überlegen. Damals gab's ja bei WoW dieses Armory-Ding, wo du dann mit Gilden, und bei diesem Final Fantasy haben sie das genauso das Gleiche, dass du über deine Handy-App mit Leuten aus deiner Gilde reden kannst. So, das heißt, du hast sowas schon drin. Wenn du jetzt ein Mobile-Spiel hast, oder du kannst ja mit anderen Leuten dann genauso chatten. Du kannst ja alle Möglichkeiten da. Na, es geht ja darum, dass du synchron gemeinsam eine Aufgabe meisterst und das nicht, indem du das irgendwie in Form von einem Kartenspiel übersetzt oder irgendwelche Häuser anklickst, sondern um aktiven gemeinsamen Kampf. Ja, aber da ist die Frage, Lineage ist doch ein MMO, oder? Wie funktioniert's da, Alex? Gar nicht. Also du spielst halt neben dir her, ob es ein Singleplayer-MMO, also ob es ein Singleplayer-Spiel wäre oder ein Multiplayer, das merkst du halt nicht. Und außerdem funktionierte das Spiel außerhalb meiner vier Wände sowieso nicht, weil das nämlich Akku frisst wie Scheiße. Und wie ich betonte, du hast den Netzausbau dafür in Deutschland nicht. Ja, okay, vergiss es. Ja, deswegen sind wir ja auch nicht die Zielgruppe hier. Das ist China, das ist Korea. USA. Also mein großer Punkt ist halt, mich wundert, dass das NCSoft sich so sicher ist, dass MMORPGs auf mobilen Geräten die Zukunft sind. Weil gerade MMORPGs, das ist so eines der wenigen Genres, die ich eben niemals auf einem Handy sehen würde, sondern immer an einem PC, immer da, wo ich Ruhe habe, wo ich mir auch mal eine Stunde nehme für ein Raid oder mehr als eine Stunde nehme für ein Raid, wo es mir auch darum geht, mit Menschen zu sprechen und mit Leuten zusammenzuspielen. Und all das kann ich in dem Zug nicht. Ich sitze in den seltensten Fällen 2 Stunden im selben Zug. Nein, aber du kannst darauf zugeschnitten, solche Hardcore-Sachen dort zu machen, da wird halt gechattet, wie es früher war, ohne Teamspeak. Das ist auch machbar. Kannst du dir einen Raid-Zug vorstellen? Ey, ich habe Leute auf dem Fanfest zum Beispiel gesehen, die haben Monster Hunter auf dem 3DS gemeinsam gespielt, zum Beispiel. Waren in ihrer Zone drin, Kopfhörer auf und ab geht's. Leute in der U-Bahn spielen ihr 3DS oder spielen halt ihr Handyspiel heutzutage. Ja, wie weit waren die denn da auseinander? Die waren direkt vor mir gesessen. Nein, die Spieler untereinander. Wie, die waren nebeneinander gesessen, ja, die zwei? Richtig. Ja, richtig. Das ist es. Ja, du darfst es aber nicht den deutschen Neuland-Internetausbau mit China und Co. vergleichen hier. Es geht ja nicht nur um den Netzausbau, es geht ja auch darum, was ein MMORPG für mich persönlich ausmacht. Und all das kann ich nicht liefern. Und eine Switch hat auch noch einen Controller dabei. Ja. Nein, also ich sehe ja ein, pass auf, Sky, um dir das zu sagen, ich sehe ja ein. Ich verstehe, was du meinst, Alex. Und genau, der mobile Markt ist ein riesiger Markt. Spiele unterwegs, das ist groß im Kommen. Ich bin da auch bei Sepka. Ich bin froh,
darüber, dass es dass darüber zumindest zum Teil auch Gaming-Akzeptanz gewinnt. Und ich kann mir auch Companion-Apps vorstellen. Also sowas wie, ich kann unterwegs immer Haar einkaufen, ich kann unterwegs chatten, ich kann Begleiter losschicken, die irgendwie Sachen für mich machen. Okay, als Ergänzung zu meinem MMORPG, so wie WoW das mal versucht hat, was wir, glaube ich, auch wieder eingestampft haben, finde ich das alles nachvollziehbar und verständlich. Aber diese Idee, dass ich irgendwie ein anspruchsvolles MMORPG auf einem Handy in einem Zug spiele, das will nicht in meinem Kopf. Ich könnte mir das in keinem Szenario vorstellen. Wie groß soll das denn auch bitteschön sein? Ich meine, wie viel Gigabyte hat bitteschön Guild Wars? Dann würde das hier alles auf dem Server laufen und dann frisst es ohne Ende Datenvolumen. Ja. Aber es gibt viele, du kannst auch Verträge haben, wo du halt unbegrenzte Sachen hast und andere Dinge, aber das kommt auf die Provider an. Wie gesagt, das ist nicht für Europa geeignet. Vor allem nicht in Deutschland. Hier muss glaube, da brauchen Scheiß wir einfach bezahlen. Noch ein 5 bis 10 Jahre für. Ich würde halt, uns fehlt halt jetzt leider Gottes, weil es keiner von uns spielen kann. Ich hätte gern mehr Informationen über dieses Lineage Mobile einfach. Gibt es Gruppen-Events und so weiter? Mich interessiert sowas nicht. Aber du kannst doch sowas nachlesen, ob die da mit Multiplayer und anderen Sachen drin haben. Dungeons, ja, aber das läuft halt wirklich ganz anders ab. So wie es gerade Donimeo gerade auch gesagt hat. Ne, es geht halt ums Grinden und im Shop kaufen. Und ja, man spielt halt da in der Gruppe, aber du spielst nicht wirklich in der Gruppe. Also ob ich NPC-Gefährten hätte oder Spieler-Gefährten hätte, das macht da keinen Unterschied. Du hast halt Leute neben dir herlaufen, die Mobs hauen. Deshalb kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die Diablo-Version tatsächlich sehr, sehr erfolgreich werden könnte, wenn du da einfach nur Bock hast, viele Leute über den Haufen zu schnetzeln und das mit möglichst coolen Effekten oder sowas. Ja, klar. Aber dieses Gemeinsamkeitsgefühl. Das wird auch einschlagen ohne Ende, auch wenn die Leute es kritisieren. Das ist die Zukunft. Aber ist das nicht so ein bisschen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir Gamer immer wollten? Also ja, zumindest einige von uns, wir haben natürlich ja immer vorgelebt, also Gemeinsamkeiten, was zusammen machen. Und das ist doch eigentlich schon wieder Gaming in Richtung Vereinsamen, oder? Ich sitze alleine vor meinem Handy, ich kümmere mich nur auf das, was ich will. Also so ein bisschen weg von dem, wie ich mir eigentlich modernes Gaming. Ja, natürlich, Gaming, du hast auch vollkommen recht. Das ist der Untergang von dem Zeug. Du musst einfach nur, das beste Beispiel ist einfach die BlizzCon. Der Moment, als sie vorne gesagt haben, das neueste Kapitel von Diablo. Diablo Immortal. Für Mobile. Der Shitstorm schlecht. Und du hättest eine Stecknadel fallen hören können. Ich fand den Typen witzig, der gesagt hat, ob das ein April-Scherz ist. Ich glaube, einer wäre ich auch gewesen, wenn Arena sowas machen würde. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Du warst auf der Messe, wo Hardcore-Fans, die Blizzard jahrelang getreu halten, die primär nur auf dem PC spielen, die Blizzard-Produkte seit Jahrzehnten spielen, die gehen dahin, zahlen extrem viel Geld, auch kommen von überall auf der Welt, hocken dahin, kriegen zu hören, hey, ihr seid uns wichtig, es ist wie Familie, schön, dass ihr wieder da seid. Seid ihr einmal da, wart ihr schon alle 9-mal da und so weiter, hin und her. Ah, wir fühlen uns alle so gut, haben uns alle lieb. Wir lieben euch. Und dann, wir machen ein Mobile-Game hier, kommt nicht für den PC, habt ihr denn kein Handy? Ja, habt ihr denn kein Handy, das war groß. Verstehst du? Ich hab das alles mitbekommen. Aber das zeigt genau das, wie die Industrie heutzutage funktioniert. Es ist nicht mehr wichtig, ob du, die Firmen wollen, dass du der Marke treu bleibst, aber die Bauchpinseln, die du nicht deinen Bauch rubbeln oder du dir auf die Schulter schlagen und sagen, hey, cool, das ist das. Sowas. Die wollen die Leute, die Wale, die wollen die Leute, die richtig viel Geld reinbringen, damit sie die einzigen Leute, für die wichtig für sie sind, glücklich machen können. Und das sind die Aktionäre. Das sind die einzigen Leute, die glücklich gemacht werden sollen. Weil deswegen hat ja auch Blizzard nach diesem Shitstorm, wo jeder Gamer gesagt hat, Leute, seid ihr out of touch? Seid ihr blöd? Ja? Die haben dann bei ihrem Konferenzcall gesagt von Aktionären, die Spieler werden das lieben, die kaufen das sowieso und wir werden zu allen Marken von Blizzard, wenn wir jetzt Mobile Game machen, die besten Talenten hocken mit dran, das wird super. Das war alles, was für die wichtig ist. Das zählt hier. Lass mal Kathi reden, die wollte ja schon 20 Minuten was sagen, gefühlt. Das ist halt wieder das, wo man halt ausprobiert. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, das ist so ein bisschen der Fluch der Marktführer, wenn die Arroganz dann zu groß wird. Und man denkt, man kann sich halt alles erlauben. Ne? Und es bleibt halt abzuwarten, ob nach dem großen Shitstorm nicht die Leute sich das dann nachher angucken und dann irgendwie sich das dann anfängt zu relativieren und dann wollen die Ersten das doch haben. Ne?
Sobald das rauskommt mit der Beta, kaufen die das. Dann kommen dann Stefinho her, dann kommen dann all die großen Leute her. Stefinho und groß, okay. Aber dann kommen alle Leute her. Blizzard dann wieder recht bekommen. Und genau, machen ein Video. Ausleben. Das ist das. Aber irgendwann kommt das immer wieder zurück wie ein Bumerang. Das Ding ist, es ist ja nicht nie jemand um die Ohren geflogen, oder? Also so oft, wie ich gehört habe, wir supportieren jetzt EA und kaufen nie wieder ein EA-Spiel und nächste Woche hatten alle wieder FIFA 19. Also natürlich, das ist, seinen Prinzipien treu zu sein, das ist extrem schwer, wenn man dann sagt, ah, ja, ich mag euch nicht, ich kauf's im Sale, aber ich kauf's trotzdem. Und ja, guck mal, Command Conquer Rivals ist auch so ein gutes Beispiel. Du hast, Command Conquer Marke war ja damals die PC-Marke schlechthin, die Echtzeitstrategie, neben Dune 2 dann, oder neben Dune 2 dann die Echtzeitstrategie ins Laufen, also erschaffen hat. Und Command Conquer Serie war wirklich, wirklich klasse. So, und dann wurde die immer schlechter, dann gingen die Versenkung hin, dann haben sie ein paar Fehler gemacht und fertig. So, und jetzt haben sie auf der E3 ja ein neues Command Conquer, ich glaube es war auf der E3, ein neues Command Conquer vorgestellt und es war Command Conquer Rivals, was nichts weiter war, wie ein Mobile Game. Wo du so ein Hauch vom Kartenspiel, so in dem Stil. Das hat mit Command Conquer und Echtzeitstrategie nicht mehr wirklich was zu tun gehabt. Und das war halt wichtig. Die haben einen riesen Shitstorm bekommen und haben trotzdem dann von E-Sports gesprochen und wollen das groß aufziehen mit Preis, mit Millionen Preisgewinne und so weiter. Weil das ist das, was sie halt haben wollen. Und da hatten es die Fans aber trotzdem geschafft, durch dieses ganze Rummotzen, dass sie jetzt am Wochenende, glaube ich, war es, Anfang der Woche, hatten sie jetzt dann das Command, die Remaster von Command Conquer, wurde jetzt offiziell angekündigt, dass daran gearbeitet wird. Damit man halt sagt, ja, wir haben euch gehört, ihr Fans auf dem PC, ihr kriegt die Remaster ohne Mikrotransaktionen und so weiter. Das funktioniert schon, dass die Fans was machen können. Aber das ist nur halt wieder so ein bisschen PR-Maßnahme und wieder ein bisschen die Wogen zu glätten. Aber Zukunft sind Lootboxen, sind Mikrotransaction und vor allem Abo-Systeme und Mobile. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, dass das eine kurzfristige Zukunft ist, aber ich glaube nicht, dass Lootboxen das lange, das ist ganz, ganz lange in der Zukunft noch da sein werden. Also, die machen andere Dinge jetzt zum Beispiel. Wir haben im Gaming so viele Sachen durchlaufen, so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich würde nicht sagen, das ist die Zukunft und das bleibt irgendwie für länger. Sondern also wenn ich überlege, was wir alles durchgegangen sind, von du zahlst nur einmal und spielst immer, über Abo-Modelle, die ja jetzt auch schon mehr oder weniger ausgelaufen sind, zu optionalen Abo-Modellen, das heißt, ich kann das Spiel zwar ohne Abo spielen, mit Abo wird es aber eine bessere Experience, hin zu ich kaufe alles im Shop, hin zu ich kaufe alles in Lootboxen im Shop. Vor allem, wenn die Politik eingreift und sagt, die Lootboxen sind in Teilen illegal, wird sich das da sicherlich auch noch mal ändern. Also, eigentlich ist es sehr spannend, oder? Was für Wandel wir durchmachen. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder gelesen, dass die Zukunft so ein bisschen jetzt in Subscription, also in Abonnements liegt. Und zwar nicht Abonnements für MMOs, sondern diese Game Passes, die es für die Xbox zum Beispiel gibt, oder dieses EA Access, oder wie das Ding da heißt. So ein Zeug zum Beispiel, dass die Spieler halt jeden Monat einen fischen Grundwert haben und dafür können sie halt spielen, was sie wollen. Ja. Und das scheint, und das habe ich jetzt gelesen, ist extrem lukrativ. Das gibt mehr Plus als Negativ. Und ich glaube, der neueste Schindluder, was EA jetzt macht, ist Battlefield 5. Die bieten keinen Season Pass mehr an. Es gibt also jede Karte, die neu kommt, die kriegt jeder. Es gibt nur Kosmetik, Microtransaction wie üblich. Und jetzt ist es so, wenn du das Spiel, kannst du ab sofort schon spielen. Wenn du den EA Access hast, kannst du das Spiel spielen. Und wenn du halt die teuren Versionen gekauft hast, hast du ebenfalls vorher Zugang. Die Leute, die es aber ganz normal im Laden kaufen wollen, für den Vollpreis, die müssen bis nächste Woche zum 20. warten. Werden bewusst eine Woche lang hingehalten, damit und die versuchen halt wirklich aktiv die Leute in dieses Abonnement reinzukriegen. Aber das ist doch auch gar nicht so, also dass das System wenn du smart kann machst, ich mir gewinnst sogar gut du da vorstellen. Ohne Ende, klar. Also wenn du halt die Markenpower hast und die Spiele hast und den Leuten halt was für den Preis bietest, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert. Das ist so ein bisschen das Prinzip, auf dem ja Netflix und Co. auch aufbauen. Ja, genau. Das kann man nicht so sagen. Also zum Beispiel der Game Pass bei Xbox, der ist halt richtig gut. Du kriegst halt die nagelneuen Spiele. Sobald sie rauskommen, kannst du sofort im Game Pass spielen.
Und du kannst die durchschaffen. Du kannst ein neues Forza durchschaffen, komplett. Du hast 10 Euro im Monat gezahlt. Das wird ausreichen, um dieses Spiel durchzuschaffen. Und fertig, du hast für 10 Euro das Spiel gespielt. Und wenn du sogar noch schneller spielst, dann kannst du noch zwei andere Titel mitnehmen, die vielleicht immer noch 30 bis 40 Euro kosten. Und du hast vielleicht für 120, 150 Euro im Wert drei Spiele gespielt im Monat und hast nur 10 Euro gezahlt. Das ist schon gut für dich als Spieler. Aber die wollen halt auch, dass du dann sagst, okay, dann gönne ich mir halt da noch was, dann könnte ich vielleicht hier die DLCs mitnehmen, weil die gibt es halt vielleicht nicht dazu. Und ach, das gefällt mir ganz gut, vielleicht kaufen wir es doch. Und das funktioniert. Und das ist halt das Neue, was sie probieren. Das heißt, die Leute, die jetzt wirklich die Vollversion, Vollpreis kaufen, die sind immer wichtig für die Hersteller. Die wollen es jetzt anders haben. Das ist auch ziemlich interessant. Ja, und was ich so ähnlich wie mit zwei Jahren hat man 100 Abo, weil man alles für jeden Scheiß braucht. Das ist zum Beispiel auch eine spannende Idee. Das haben wir jetzt bei der Disney-Plattform und dann die ganzen Disney-Sachen, die aus Netflix rausgezogen wurden und sowas. Da gab es ja auch eine große Diskussion. Ich glaube, dass sich das irgendwann auf ein paar Player einspielen wird, weil die einfach Kohle und Marktmacht haben. Gut, deswegen kann ja Microsoft das ohne Probleme bei der Xbox machen. Die können gegen Sony nicht mehr anstinken, aber mit dem Game Pass, was sie haben, sind sie einfach derzeit die Nummer 1. Und die können es machen, weil sie Milliarden haben. Die pushen das halt richtig stark und das funktioniert. Und ich glaube, ich habe es auf der GameStar, ich denke zwar die GameStar, wo ich gelesen habe, dass sie ein Interview mit jemandem geführt haben, vielleicht von EA oder von Microsoft, ich glaube von Microsoft war es, wo sie wirklich aufgelistet haben, warum dieses neue System so lukrativ ist und dass es echt mehr bringt auf diese Art und Weise. Das ist ganz faszinierend, was sie sich da ausdenken, aber es ist halt auch wieder... Ja, keine Ahnung. Es zählt halt nicht mehr der Spieler und ein gutes Spiel, es zählt halt nur noch das Geld am Ende irgendwie. Ich weiß nicht. Also für mich als Spieler, ich bin 35 Jahre alt und ich spiele ja seit ich 5, 6 Jahre alt bin, irgendwie auf dem NES mit Mario angefangen habe und dem Game Boy, mit Tetris und Super Mario Land. Und ich spiele halt jetzt echt schon seit 30 Jahren fast. Und es ist teilweise schon traurig, wenn man sieht, in welche Richtung sich das mittlerweile entwickelt einfach. Vielleicht auch ein Grund, warum ich deswegen immer so ein bisschen emotional hier diskutiere. Kathi, möchtest du noch was zum Abschluss dazu beitragen? Nö. Was glaubst du, wo geht's in die Zukunft hin? Microtransactions, Abo-Modelle? Abo-Modelle. Abo-Modelle? Ja. Viele Abo-Modelle oder ein großer, der alles dominiert? Ich glaube schon, dass ich, dass es nicht einen großen geben wird, der dominiert. Weil sich die Kleinen dann immer irgendwelche Aktionen einfallen lassen werden. Und das wird dann immer irgendwie ausprobiert. Und ich gehe eher davon aus, dass es darauf hinausläuft, dass entweder viele kleine wechselnde Abos vorgenommen werden, dass du dir über irgendeine große, also je nachdem, wo du gerade bist, weiß ich nicht, zum Beispiel der Apple Store oder sonst irgendwie was, dass du da mit einem Klick dann für 3 Monate kaufst und dann kannst du wieder was anderes machen. Also es wird über eine Sammel-App oder wie bei Steam, keine Ahnung, laufen und dann wirst du dir immer wieder das Spiel anklicken, worauf du gerade Lust hast oder du bleibst irgendwo und wenn nicht, dann nicht. Aber das ist doch genau, also eigentlich ist das doch im Prinzip, also wenn ich mir das so vorstelle, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann eine Welt gibt, die dominiert wird von... Du hast einen Xbox-Pass für die Xbox-Sachen, einen PS4-Pass für die PS4-Sachen von Sony und einen Pass von Amazon für deine Computer, weil Amazon da voll einsteigt. Plattformgebunden, aber nicht Publisher-gebunden. Genau, du bist plattformgebunden, aber die Plattformen werden sich ja darum bemühen. Das bist du ja jetzt auch schon. Ja, aber die Plattformen werden sich ja darum bemühen, die Publisher der Spiele ins Boot zu holen, vor allem wenn es um den PC geht. Ja, das heißt, Amazon wird dir vielleicht in ihrem Amazon Prime Gaming plötzlich ein Angebot machen, wo du ziemlich viele Spiele drin hatten hast. Hatten sie ja mit dem Twitch Prime zum Beispiel, als ja der diese ganzen PC-Spiele gab. Ja gut, aber Steam ist immer noch ungeschlagen. Steam ist da noch weit voraus, aber also könntet ihr euch ein Steam-Abo vorstellen? 10 Euro im Monat, dafür könntest du jedes Spiel auf Steam spielen? Ich glaube sogar, Valve wird es tun. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt. Die sehen, wie das Ganze funktioniert. Die werden das sicher machen. Ich meine, du musst es da nicht machen, du kannst wahrscheinlich immer noch kaufen, aber die werden das sicher anbieten, weil die wissen ganz genau, dass da das Geld drinsteckt. Ich glaube nicht, dass du für 10 Euro alles spielen werden kannst, aber dann sagen die zum Beispiel, dann hast du halt für 10 Euro 3 Spiele frei, für 12 Euro, keine Ahnung, 5, ne, was das für Staffelungen sein können, aber dass man halt das Gefühl hat, je mehr ich halt... Das Indie-Paket zum Beispiel, oder? Sowas in der Richtung.
Ja, aber dann halt, dass du halt einfach dann nur noch durch deine Liste ein Icon setzt für den Monat, ne, ein Häkchen setzt und dann hast du das halt freigeschaltet für den Monat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Das wird der nächste Schritt sein, der kommt. Beim PC-Spieler wollen ja sowieso alles nur billig. Auf den Sale warten ohne Ende, Instant Gaming benutzen, um günstig zu sein. Ja, klar, also. Gerade wir PC-Spieler wollen ja immer den Key so günstig wie nur möglich. Und dafür rüsten wir auch den PC teuer auf. Also das gleicht sich dann ein bisschen wieder aus. Weil selbst auf der PlayStation gibt es nur noch Sales. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Trau dem Braten mit Mobile auf jeden Fall noch nicht. Und bin gespannt, wann wir Guild Wars Mobile bekommen. Das ist vielleicht nochmal so zum Abschluss der Diskussion. Gibt es hier Leute im Twitch-Chat, die sagen, boah, eine Guild Wars 2 mobil spielbare Version fände ich mega. Eine Guild Wars 2 ergänzende App fände ich cool. Oder ich will überhaupt nicht, dass Guild Wars 2 mein Handy infiltriert. Den Schwarzlöwen Handelsgesellschafts-Wirtschaftssimulator. Ich glaube, das ist schon wieder am Nabel der Zeit. Das ist schon wieder vorbei. Das hätten sie vor einigen Jahren machen müssen mit dem Farmwildzeug oder hin und her. Jetzt kannst du damit keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Ist die Companion-App damals von WoW, die ist doch mega gefloppt, oder? Also, nee, das hat auch gut funktioniert. Das hat auch gut funktioniert. Weil es halt nicht lukrativ war, weil sie es nicht monetarisiert hatten, groß. Blizzard will Geld verdienen. Wenn sie die App jetzt nochmal rausbringen würden, würden die ganz andere Sachen drin machen. Dann würdest du auf diese Art und Weise dir dann wieder so eine Lootbox in Overwatch freischalten oder in Heroes of the Storm und so weiter. Die würden das viel mehr cross-promoten ohne Ende. Mach deine App, verbinde die mit deinem Account, buch einen Authentificator und hey, kriegst 5 neue Lootboxen für Overwatch. Freu dich, eine goldene. Vielleicht kriegst du diesen neuen so einen tollen Skin für May oder keine Ahnung. Die würden es anders machen. Da war ja nichts groß, deswegen. Also der Chat ist, zumindest die Leute, die bisher geschrieben haben, sich, glaube ich, einig. Eine Ergänzung wäre interessant oder gar nichts auf dem Handy. Aber ich glaube, eine komplett spielbare Version fürs Handy kann sich niemand so wirklich vorstellen. Ich gebe dir Brief und Siegel, wenn da ein gutes Guild Wars Spiel kommt in dem Universum, allgemein so die Fans von solchen großen Marken, die Leute stehen drauf, dass sowas kommt. Glaub mir, das ist, Guild du kannst Wars ein Spiel, was du magst. App. Überleg doch mal, du könntest halt so ähnlich wie dieses Lineage, auf dem Stil so ein GW2 mit GW1 Touch irgendwie spielen und du könntest deinen Charakter einfach da benutzen. Aus dem Spiel kannst du übernehmen und wenn du da halt Sachen verdienst und so weiter hin und her, dann schaltest du halt mehr Black Lions Chests zum Beispiel frei im Hauptspiel. Oder kannst dir da mehr mystischen Münzen verdienen. Oder kriegst vielleicht mal die Holprak-Rune hinterhergeschmissen und so ein Zeug. Oder kriegst du ein Outfit dann und das funktioniert. Wenn du so Crossplay machst, das funktioniert, Alex, ohne Frage. Dann gibt's, dann kommst du als Fanseite, du wirst dir dann die Hände reiben. Dann gibt es dann plötzlich so spezielle Sachen, wo man dann kaufen kann. Dann kriegst du von Arena nicht vielleicht die Mobile Gems, die Diamonds. Und dann kannst du die verlosen und so weiter hin und her. Junge, da ist keine Grenzen gesetzt. Ja. Dann reden wir hier im Podcast plötzlich drüber. Ey, jetzt loggt euch ein, die nächsten 2 Wochen Halloween. Es gibt da dieses super neue Kleidungsset. Ihr müsst dessen im Spiel erreichen. Wir haben ja schon den Guide von Alex gemacht, der schon pausenlos gespielt hat. Und ja, dann könnt ihr euch ein Spiel das freischalten. Hier ist auch noch das passende Video dazu. Bam! Ich glaube es trotzdem nicht. Ich sehe das nicht so schwarz wie du. Ich glaube irgendwo... Könnt mich engagieren. Irgendwo haben die Menschen noch so eine ganz, 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 ganz kleine Hemmschwelle. Auch die Gamer. Man hat es zumindest kurzzeitig bei Battlefield. Die Hemmschwelle ist weg, wenn du nicht viel Geld ausgeben musst, wenn du Spaß dran hast, wenn viele Leute drüber reden und wenn du halt noch vor deinen Hauptaccount mal Vergütung machst. Du darfst nur nicht den Fehler machen wie Blizzard und sagen, hey, es gibt nur ein neues Diablo-Spiel in den nächsten paar Jahren und das ist nur für Mobile, nicht für den PC und es wird sicher Microtransaction haben. Sowas darfst du nicht machen. Gut. Wenn sie sowas neben Guild Wars 2 machen und so in die Richtung oder vielleicht noch eine neue IP oder so in die Richtung, dann funktioniert es. Du musst den Core-Gamern das Gefühl geben, hey, wir mögen euch. Ihr kriegt nichts weggenommen. Ihr kriegt eine Ergänzung. Aber alles bleibt beim Alten, aber es wird alles nur besser. Und dann funktioniert es. Wenn sie jetzt sagen, wir stellen Guild Wars 2 von heute auf morgen ein, 2020 machen wir die Server dicht und es kommt Guild Wars 3 Mobile. Dann ist der Shitstorm da und dann haben die Fans auch keinen Bock da drauf. Aber andersrum funktioniert es, glaub's mir. Es kommt nur darauf an, wie du es verkaufst.
Das werden wir sehen. Und irgendwann werden wir auf den Podcast Nummer 268 zurückblicken und sagen, siehst du, Sky, die Welt ist doch nicht so düster, wie du sie prophezeit hast. Bin du davon überzeugt, dass ich recht habe und du sagst, aber an dem Tag hast du gesagt, dass du kein Mobile spielen magst. Oder versuchst du wieder was rauszukramen, mich zu diskreditieren. Ich kenne dich. Ja, das war Lebensinhalt, dich zu diskreditieren. Oh Mann. Deshalb merkt euch, Ergebnis-Podcast über 268, wenn wir irgendwann nochmal eine Mobile-Diskussion führen, verweist uns auf das, was wir hier gesagt haben. Wir beide haben es nämlich bis dahin wieder vergessen. Ja, wir waren so viel bei diesem Thema jetzt, dass ich irgendeinen Tab von mir geschlossen habe und nicht weiß, ob da noch was Wichtiges drin war oder nicht. Habt ihr zwar noch irgendwas auf dem Herzen, was ich eventuell vergessen haben könnte? Ich gehe gerade auch im Kopf durch, ob wir einen News ausgelassen haben. Demnächst ist Amazon Cyber Monday. Das schon mal der vorsichtige Hinweis und Wink auf unseren Amazon Reflink, nachdem ich vorhin schon Werbung für unseren Instagaming Reflink gemacht habe. Und ich nutze den Moment auch ganz kurz, um einmal für unsere Social Media Accounts Werbung zu machen, die ihr jetzt alle im Twitch-Chat finden könnt. Und ich habe keine News mehr gefunden. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ja. Dann war das Ergebnis-Podcast Nummer 268 zum Thema Patch-Bugs, PvP und Quartalsbericht samt mobiler Diskussion. Für all die Leute, die den Anfang vielleicht nicht mitbekommen haben und erst später dazu gekommen sind, wir suchen, oder suchen auch nicht, das hängt ganz davon ab, noch Teilnehmer für unseren Challenge Day, in dem es darum geht, sich in einem 1-gegen-1 Turnier im Pokémon, ich setze drei Klassen ein, Stil zu duellieren. Weitere Infos und wie ihr euch bewerben könnt, findet ihr in dem Link, den ich gerade noch in den Chat gepostet habe. Dann mache ich noch einmal Werbung für Sky und seine Social Media Accounts. Freue mich mit ihm, dass er nächste Woche keine Artshow hat oder bin traurig, je nachdem, was. Ja, vielleicht doch, ich weiß es nicht, weil irgendwie. Ich kläre jetzt mal mit Stefanie. Also schaut einfach auf Twitter. Ich weiß es nicht. Ja. Und da wir so viel über Geld gesprochen haben, erinnere ich euch auch gerne daran, dass unser Subscriber-Ziel aktuell weiter weg ist als jemals zuvor. Falls ihr aber Amazon Prime besitzt und das mit Twitch verbindet, dann habt ihr Twitch Prime. Mit Twitch Prime könnt ihr eine kostenlose Subscription im Monat verschenken. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns die gebt, um Geld News damit passiv zu unterstützen. Die andere und tatsächlich mindestens genauso gute Variante, um uns zu unterstützen, liegt immer darin, Reflinks von uns zu verwenden und natürlich auch aktiv in unserer Community zu sein. Wir mögen aktive Menschen. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu schreiben und zu diskutieren. Ja, wir werden das auf jeden Fall genau schreiben mit dem Teilnehmerende am morgigen Abend. Die E-Mail wird rumgehen. Da steht das auf jeden Fall drin. Guck mal, wir haben sogar jemanden gefunden, der noch eine Twitch-Prime-Subscription hat. Ogni90. Vielen, vielen Dank. Und ein paar kleine Hype-Emotes für dich. Die möchte ich jetzt von all unseren Subscribern sehen. Zum Abschluss. Hype-Spam. Ein bisschen hypen. Ja, das war der Podcast. Danke auch an meine beiden Mitmoderatoren, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns morgen um 12 Uhr zum PvP, mein Einstieg in die Season. Samstagabend zum Challenge Day und ansonsten nächste Woche Montag zu den Gen-Missionen oder aber nächste Woche Donnerstag wieder hier auf twitch.tv/gennews zum Podcast Nummer 269. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Den Mitschnitt findet ihr später wieder auf YouTube, auf iTunes und auf Spotify. Das war's. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.